So, einen schönen guten Tag, Lukas. Das freut mich, dass wir beide mal wieder zusammen schwätzen. Ja, das freut mich auch sehr, lieber Frank. Vielen Dank, dass du diese Sendung möglich gemacht hast. Ja, und ich bin sehr gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Das ist echt spannend, weil jetzt im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, dass es so viel Energie und Druck dahinter, dass wir versucht waren, eine Stunde zu labern, ohne aufzuzeichnen, dann ist die Energie weg, ne? Ich habe jetzt gesagt, komm, wir zeichnen auf und schauen dann weiter. Wir wollen heute ja über Egregore reden. Das letzte Mal haben wir über, ich glaube, bei Harari Transhumanismus aufgehört, dem Dugin. Ich habe mich in der Zwischenzeit viel befasst mit dem deutschen Wesen, deutschem Geist, Idealismus, bin bei Zeitbrüchen so geblieben. Mach auch viel Geopolitik. Du hast jetzt gesagt, du hast viel über Egregore gelesen. Du warst auch, hast Bücher gelesen. Ganz Vielleicht. genau. Genau, und zwar war das ganz im Konkreten hier, also dieses Buch von Mark Stabish, Egregore. Und ja, also im Prinzip passen ja unsere Felder, mit denen wir uns beide beschäftigt haben, sehr gut miteinander zusammen. Ja, also du hast gesagt, du hast vom deutschen Geist gesprochen, vom deutschen Wesen. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema, also im Prinzip in der Welt hinter der Welt, wie du es so schön nennst in deinen Videos. Letzten Endes beim Geist hinter den Dingen. Ja, also wie du jetzt auch in deinem letzten Video über den deutschen Idealismus so schön gesagt hast oder so schön betont hast, leben wir ja in einer sehr materialistisch orientierten Welt. Ja, also es wird von der Materie aus zurückgeschlossen auf ja, spezifischere dahinterliegenden Eigenschaften. Also die Materialisten gehen ja auch davon aus, dass sich der Geist aus der Materie heraus entwickelt hat. Ja, während es beim deutschen Idealismus beispielsweise umgekehrt ist. Ja, also der deutsche Idealismus ist ja abgeleitet letzten Endes von der Ideenlehre Platons, der davon ausgeht, dass die Materie ein Abbild beziehungsweise eine Ausdrucksform einer Idee ist. Ja, also einer dahinterliegenden Wesenheit, einer geistigen Entität. Ja, und da wollen wir jetzt in diesem Gespräch mal ein bisschen ansetzen. Und zwar jetzt erstmal ganz spezifisch mit dem Thema Egregore zum Einstieg. Ja, also was sind Egregore? Das möchte ich jetzt gleich am Anfang erstmal klären. Ja, also Egregore sind geistige Wesen und zwar kollektiv erschaffene psychische beziehungsweise geistige Wesen, die ja durch eine Gruppe von Menschen gegründet wurden, die durch die Konzentration ihrer Gedankenkraft auf einen bestimmten Punkt, auf bestimmte Eigenschaften, auf bestimmte Zielsetzungen eine Art Energie in der geistigen Welt erschaffen. Ja, ich werde es später auch nochmal mit konkreteren Beispielen untermauern. Ja, und diese geistigen Entitäten, diese kollektiv erschaffenen geistigen Entitäten haben tatsächlich die Macht, unsere Realität im Hier und Jetzt zu beeinflussen. Ja, also das klingt für viele vielleicht für wie Spinnereien, ja, für Geschwätz über Magie und so weiter. Aber ich kann an ganz konkreten Beispielen erklären, dass Egregore real sind. Ja, und ein ja sehr anschauliches Beispiel meiner Ansicht nach ist da der Weihnachtsmann. Die Zuschauer meines eigenen Kanals ja, sind jetzt vielleicht nicht so begeistert, weil ich das Beispiel schon mal gebracht habe in vergangenen Videos. Aber der Weihnachtsmann ist ja auch eine geistige Entität, ein Geistwesen, was von Menschen erschaffen wurde, letzten Endes. Ja, also eine kollektive Gedankenenergie, die sozusagen in den morphischen Feldern in der geistigen Welt existiert und aus der geistigen Welt heraus aber auch Einfluss auf die Realität hat. Ja, also ganze Industriezweige paaren sich sozusagen in den Weihnachtsmann, ja. Also es gibt Schokoladenweihnachtsmänner, bestimmte Artikel, Mützen, die diese Mütze des Weihnachtsmanns nachahmen und so weiter, ja. Also unser Weihnachtsfest ist sehr geprägt von dem Weihnachtsmann, ja. Also diese geistige Entität hat also auch einen direkten Einfluss auf unser Brauchtum letzten Endes. Man könnte sagen, wenn man da in die Tiefe geht, es korrumpiert unser Brauchtum. Es steht sogar in gewisser Weise in Konkurrenz zu Jesus Christus. Ja, also weil es sozusagen das Weihnachtsfest auch noch mal ja ein Stück weit für sich vereinnahmt.
Aber was ich jetzt nur sagen will, ist, anhand des Weihnachtsmanns oder auch des Osterhasens oder der Zahnfee kann man eigentlich sehr anschaulich schon mal ein Fundament geben, um zu erklären, wie diese Egregore, geistig erschaffene Wesen, kollektiv erschaffene Wesen, ja, unsere Realität beeinflussen können. Sehr schön. Okay, super. Klasse Einstieg. Sind wir schon mittendrin? Anfangs hast du davon geredet, jawohl, dass wir in einer sehr materialistischen Welt reden und dass wir mittlerweile gewöhnt sind. Das wurde uns so anerzogen, den Blick immer nur auf die sehbare Oberfläche zu lenken. Wahr ist, was ich sehe, wahr ist, was ich höre. Dabei haben wir im deutschen Sprachschatz, und da möchte ich jetzt schon mal so ein bisschen anfangen reinzubohren, im deutschen Sprachschatz haben wir das Wort den Durchblick haben. Und der Durchblick ist eben nicht der, der auf der Oberfläche bleibt, sondern der hinter die Dinge schaut. Und das wäre ja auch so ein Ziel, was wir heute tun wollen. Du hast auch schon automatisch so Begriffe wie einen Ausdruck. Diese Welt ist ein Ausdruck von Ideen. Platons Ideenlehre hast schon gesagt. Diese Welt verkörpert. Ja, sie drückt nicht nur aus, sondern sie verkörpert Energien. Und da merken wir, wie auf einmal Jahrtausende zusammenschmelzen. Da steht plötzlich neben Platon und neben den Mystikern stehen direkt schon die Quantenphysiker, die von nichts anderem reden. Ja, dass wir es im Grunde zu tun haben mit einer zwölfdimensionalen Welt hier, das wäre jetzt Reim, ja, den führe ich immer ganz gerne an, mit einer zwölfdimensionalen Welt, die überlagert ist von Feinstofflichkeiten und wo sich hier in die Materie herein diese Energien ergießen. Eine besondere Energieform wollen wir uns heute angucken dann, die Egregore. Ich muss dir selbst sagen, anfangs dachte ich, okay, Lukas, du kamst mit dem Thema ja an, Lukas will über Egregore reden, alles klar, ja, alles klar. Als ich dann angefangen habe, ein bisschen darüber zu lesen, mich zu informieren, habe ich gemerkt, da ist gar nichts klar. Wir müssen eine ganze Menge aufarbeiten. Du hast es jetzt eben schon getan. Du hast zuerst abgegrenzt, hast gesagt, Egregore sind Wesenheiten, die sich über Achtung, Bewusstseinsakte von Menschen, Bündelung von Bewusstseinsenergie, manifestieren. Da sage ich, wow, also da sind wir mitten im Okkultismus, dem Hintergründigen schon wieder, ja. Da bin ich in den Recherchen, bin ich gekommen auf die Abgrenzung bei Ritualen, bei Gottesdiensten, ja. Was wird da eigentlich getan? Hilfe, ja. Zum Zweiten haben wir eine Abgrenzung drin, Lukas. Wenn ich zu lange rede oder so, grätsch mir rein, gell, wenn du unbedingt was sagen willst. Zum Zweiten kriegen wir da eine Abgrenzung rein zu von Gott erschaffenen Wesenheiten. Du kannst jetzt sagen, über Bande gespielt sind die Egregore dann ja auch von Gott erschaffen, weil wir von Gott erschaffen sind, wenn du jetzt gläubig bist. Aber tatsächlich hätten wir von Gott erschaffene Wesenheiten und dann von Menschen willentlich erschaffene, geschöpfte Wesenheiten. Das finde ich schon mal super interessant auch dabei. Und jetzt setze ich einen noch mal dran. Ganz praktisch gesehen, du hast auf die vierte Dimension aufmerksam gemacht, den Weihnachtsmann, alles, was dort verbunden, was dort gedacht wird, die Zahnfee, ja, aber auch Disney, alle Hollywood-Produktionen, und auch da wird plötzlich mit den Fantasiegestalten von Marvels, Avengers, was es alles gibt, nachfragenswert, was wird da eigentlich getan, wenn unser Bewusstsein gelenkt wird? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, aber war schon sehr inspirativ, ja. Ja, auf jeden Fall. Also Hollywood oder Disney, das sind eigentlich auch sehr, sehr schöne Beispiele, anhand derer man so ein bisschen was erläutern kann. Ja, also vor einigen Jahren, ich war sehr großer Fan, Fanatiker, bedeutet ja Fan eigentlich, von Herr der Ringe zu seiner Zeit. Und da hatten wir auch zum Beispiel ein sehr interessantes Phänomen. Also in Herr der Ringe, da gab es ja beispielsweise oder da gibt es ja beispielsweise die Rasse der Elben. Ja, und die wurden dargestellt mit schön geflochtenen Haaren. Und da hatten wir dann auch das Phänomen, dass in meiner Schule zum Beispiel und so plötzlich ganz viele Mädchen mit diesen geflochtenen Haaren rumliefen. Ja, also eine geistig erschaffene Wesenheit, ein geistiger Abdruck in 4D, würden jetzt einige sagen,
benutzt den Ausdruck in letzter Zeit dieses 3D, 4D, 5D oft nicht mehr so gerne, weil die Definitionen von diesen Ebenen sehr unklar sind und sehr unterschiedlich sind. Also ich würde eher sagen, 3D physische Welt, 4D ist die Astralebene und die Mentalebene. Okay. Und 5D ist dann Kausalebene, Buddhi-Ebene und Atman-Ebene. Also das ist jetzt so ein Modell, was viele Buddhisten Schön. benutzen oder auch geistige Meister und so weiter. Also 4D kann ich jetzt aber so sagen, ne? Also die Astralebene und die Mentalebene, das ist sozusagen die Welt der nicht der Emotionen, sondern der Gefühle und der Gedanken. Ja, also das ist eigentlich ganz wichtig zu verstehen. Was ist 4D? Wie definieren wir das eigentlich? Das ist die Welt der Gefühle und der Gedanken. Und indem kollektive Gruppen oder das kann auch über Hollywood-Filme transportiert werden, das kann über Rituale verstärkt werden, jedenfalls indem kollektive Gruppen ihre Gedanken und auch Gefühle, also das ist ganz wichtig, also deswegen auch Rituale, deswegen werden auch Rituale angewandt, auf bestimmte Ziele fokussieren, entstehen sozusagen diese geistigen Entitäten. Und je genauer diese geistigen Entitäten ausformuliert werden, ja, je klarer diese geistigen Entitäten definiert werden, desto stärker manifestieren sie sich auch in der Realität. Ja, also du hast ja eben gesagt, ja, wir haben das Thema jetzt schon so ein bisschen eingegrenzt, das Thema Egregore schon so ein bisschen abgegrenzt. Tatsächlich ist es so, dass auch die Okkultisten darüber streiten, sozusagen, wann ein Egregor, ja, wann ein Projekt, sagen wir es mal so, bereits ein Egregor ist, also ein Projekt zwischen verschiedenen Menschen. Da kann man dann da zum Beispiel auch drüber diskutieren, ist unser Video jetzt schon ein Egregor? Ja, also, zwei Menschen kommen zusammen, etwas Drittes entsteht, ja, also ein Video sozusagen. Ist das jetzt schon ein Egregor? Einige würden sagen ja, andere würden sagen nein. Ja, also es gibt da eigentlich fließende Übergänge. Ja, jedenfalls, wenn sich diese Energie bündelt, entsteht etwas Drittes sozusagen, ein dritter Geist. Und dieser dritte Geist entwickelt, je nachdem, wie stark er ausformuliert wird, wie klar er definiert wird, eine gewisse Eigendynamik. Ja, und die kann zum Teil so weit führen, dass diejenigen, es gibt im Deutschen so schön den Spruch, die Geister, die ich rief, dass diejenigen, die diesen Geist erschaffen haben, diesen Egregor, selber letzten Endes zum Sklave dieses Egregors werden. Ja, also in Sektenstrukturen hat man das ganz oft, das Phänomen. Ja, also, oder, Leute gründen ein Unternehmen, weil sie sich vielleicht selber weiterentwickeln wollen, stellen Mitarbeiter ein, plötzlich ändert sich dann aber das Interesse und oh, jetzt habe ich dieses Unternehmen am Bein, jetzt habe ich dieses Geistwesen am Bein, mit dem ich mich eigentlich nicht mehr beschäftigen möchte, aber jetzt habe ich eine gewisse Verantwortung für andere Menschen. Ja, ich muss einen Geist sozusagen weiter nähren, weil andere von mir abhängig sind und so weiter. Ja, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir Egregore betrachten. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu schnell oder es geht jetzt nicht zu schnell, aber wir reden ja immer davon, dass ja, dass es da dubiose Familien im Hintergrund gibt, die das Weltgeschehen steuern, ja? Und ich bin mir 100% sicher, dass auch diejenigen in gewisser Weise Sklaven ihrer eigenen Egregore sind. Ja, also eine gewisse Dynastie, gewisse Familien haben auch ihre eigenen Egregore, ihre eigenen Familienziele. Und ein Egregor, der erschafft auch einen unheimlichen psychischen Druck auf die Mitglieder des Egregors. Ja, also das freie Denken ist in gewisser Weise nicht möglich. Ja, wenn das freie Denken, also wenn ich innerhalb einer Gruppe bin, ja, die einen Egregor nährt, ein Teil eines Geistwesens, dann kann ich mir nur bedingt erlauben, den Geist dieser Gruppe zu verlassen mit meinen eigenen Handlungen. Ja, also die Geister, die ich rief, drückt es eigentlich sehr schön aus. So der erschaffene Geist beraubt mir selbst auch wieder meine Gedankenfreiheit ein Stück weit. Ja, also vielleicht kann ich da noch mal ein anschaulicheres Beispiel nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehe, aus diesen oder jenen Gründen. Und
Ja, also man hat ein gemeinsames Projekt, einen gemeinsamen Geist, einen gemeinsamen Egregor letzten Endes. Und ich merke dann plötzlich, ja, mein Geschäftspartner hat dann in gewissen Bereichen eine ganz, ganz seltsame Meinung, die er in der Öffentlichkeit kundtut. Ja, jetzt bin ich letzten Endes ein Stück weit unter Druck gesetzt, ja, weil ich jetzt in dem Dilemma stehe, ja, widerspreche ich jetzt dieser Meinung, die er äußert, und gefährde damit sozusagen das gemeinsam erschaffene Projekt, den gemeinsam erschaffenen Egregor. Ja, oder stehe ich zu mir selber und riskiere sozusagen, dass dieses Gedankenkonstrukt auseinanderfällt, dieser Egregor. Also ich hoffe, das war nachvollziehbar Absolut. dargestellt. Absolut. Also ich finde jetzt erst einmal spannend bei dieser ganzen Geschichte. Normalerweise sind wir in spirituellen oder physikalischen Modellen immer gewohnt, dass die Fließrichtung von Energie in den Ausdruck von, ich sag, nimm jetzt mal dimensional, von unten nach oben geht. Ja? Von Gottes Bereich, ja, Heim sagte Gott allein bekannt, bis in unsere Ausdrucksebene Materie. Das Spannende bei Egregoren, ich ergänze jetzt erstmal so ein bisschen zu dir, ich flicke nach sozusagen. Das Spannende bei Egregoren ist, die Fließrichtung ist auf einmal andersrum. Sie geht von hier unten in unsere Materiewelt, wenngleich auch über unsere Gedankenkraft, die direkt in einer anderen Dimension ja sein kann, wird die Fließrichtung umgekehrt. Wir erschaffen plötzlich energetische und Geistwesen. Das ist ja ein Schöpfungsprozess von uns Menschen, der jetzt erst einmal dem Urstrom entgegenzulaufen scheint. Und du hast eben richtig darauf hingewiesen, dass der sich trotzdem wieder gegen dich verkehrt. Du wirst auf einmal als Schöpfer zum Sklaven. Das dreht sich ja gerade wieder um. Da scheint mir übrigens auch Dr. Faust mit drin zu spielen und auch unser Goethe, ne? Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los, Lukas. Die Ja. tanzen jetzt, das ist der Zauberlehrling-Mythos, die tanzen bei mir in der Hexenküche jetzt rum und was habe ich nur angerichtet? Und das scheint mir auch so ein menschlicher Archetyp zu sein, der damit schwingt, ja? Dass wir letztendlich mit unseren Gedankenkräften ständig am Bewirken sind und gar nicht wissen, was wir entfesseln. Ja? Durch diese ungezähmte, unreflektierte, emotionsbeladene, affektbeladene Art, irgendwas zu tun, ständig. Ja? Ganz Auch genau. Urteile zu bilden in dieser Welt. Das ist gut, das ist schlecht. Und dann trabe ich irgendwo hin und bemerke nicht, dass ich auch mit den Egregoren schon wieder mitten im Spiel der Dualitäten und der Kräfte bin und irgendetwas bewirke, was ich gar nicht wollte. Das ist der Zauberlehrling. Und der scheint mir bei den Egregoren. So. Jetzt gehen wir noch mal ein Stückel zurück auf den, ich habe so ein bisschen gerade die Befürchtung, dass wir vielleicht zu schnell vorangaloppiert sind und viele Leute noch gar nicht wissen, wo wir sind. Sagen wir es mal so, wir haben ganz profan, du hast oft von Unternehmen geredet, wo ein Unternehmensgeist ist. Aha, Corporate Identity kommt daher, ne? Alle Leute sollen jetzt reindenken und finden dann die Firma XY toll und dass sie dabei sind. Oder deine Zugehörigkeit zu einer Mannschaft. Genau, Das da wird genau dieses Prinzip angewandt. Ja, also gerade wo du Mannschaften sagst oder auch bei manchen Unternehmen, so gerade bei ja bekannteren Fastfood-Ketten oder auch in Supermärkten, ja, also jeder Mitarbeiter hat auch eine einheitliche Kleidung, die sozusagen die Zugehörigkeit zu diesem Egregor, zu diesem Geistwesen, Unternehmensgeist, darstellt. Ja, also tatsächlich ist es auch so, man könnte es so sehen, ja, also ein Egregor hat so wie wir Menschen einen Geist, in gewisser Weise auch eine Seele, wenn es dann auch eher Seelenanteile der Menschen sind, und einen Körper. Ja, also tatsächlich einen physischen Körper. Und zwar ist dieser physische Körper zusammengesetzt aus den Körpern derer Menschen, die diesem Egregor dienen. Die sind in der materiellen Welt das direkte Werkzeug. Ja, also das direkte Werkzeug ist eigentlich ein ganz guter Begriff. Sie handeln auf der physischen Ebene tatsächlich nach dem Geist des Egregors. Ja, also nehmen wir mal zum Beispiel das Gespenst des Kommunismus, wie Karl Marx das so schön genannt hat. Ja, also auch der Kommunismus oder verschiedene Ideologien sind Geistwesen,
die ja sowohl einen Geist haben, ganz offenkundig, wer auch immer den ursprünglich entfesselt hat. Und sie handeln auch ganz konkret in der physischen Ebene. Sie bekämpfen sich mit anderen Geistwesen, ja, der Kapitalismus gegen den Kommunismus, der Nationalsozialismus und so weiter. Diese Egregore bekämpfen sich sowohl auf der geistigen Ebene als auch auf der physischen Ebene. Also verkörpert durch die Menschen, die diesen Egregoren dienen. Und das ist was, das müssen wir erkennen. Also das ist meines Erachtens nach ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, das zu erkennen. Aber da gehen wir vielleicht später nochmal genauer drauf ein. Oder jetzt direkt, weil wir sind gerade mit dem Rückenwind dabei. Also ich finde es gerade, wir sind jetzt nämlich im Grunde an so einem Scheidepunkt, wo wir erkennen, dass sämtliche Konzepte, Ideologien immer eines tun, sie benutzen unsere Bewusstseinskraft. Du hast ja vorhin angefangen, hast gesagt, wenn ich jetzt so ein Egregor erschaffe, wenn ich dann in der Mannschaft bin, bin ich nicht mehr frei. Auf einmal fange ich an, dem zu dienen. Auf einmal ist mein Sein definiert. Auf einmal wird mein Verhalten aufgeteilt, legitimiert, nicht legitimiert. Auf einmal werde ich zu dem, was ich gerufen habe. Das kehrt sich ja komplett um. Und ich finde es ganz wichtig. Und jetzt bist du konsequent die nächste Stufe gegangen, hast gesagt, okay, lass uns mal damit beschäftigen, dass diese Konzepte, wir entwerfen Konzepte, du hast jetzt Kapitalismus, Sozialismus genannt, dann nähren wir diese Konzepte mit Ideen und befruchten die, formulieren die aus. Und auf einmal werden die auch wieder ein Stück weit eigenständig und benutzen uns dann, um ihren Kampf oder ihre Dualitäten durch uns wieder auszutragen, rück auszutragen in diese Welt. Das kommt mir sehr karma-schicksalshaft vor, das Ganze. Ja. Ganz genau. Also ich fand das ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir mit unseren Gedanken verursachen, direkt verursachen. Ja. Genau. Spirituell ausgedrückt könnte man sagen, die Egregore fressen buchstäblich unsere Seele, ja, oder Seelenanteile zumindest, ja. Also, denn wenn ich meine Energie, meine Schöpferkraft unter ein Egregor, ein ideologisches Konzept, Karl Marx hat das genannt, der ideologische Überbau. Ja, wenn ich meine Energie, meine Schöpferkraft dafür aufwende, diese geistigen Wesen, diese Ideen zu nähren, dann sind das ja buchstäblich Anteile meiner Seele, die ich sozusagen in diesen Egregor einfließen lasse. Ja, also ein Teil meiner Lebensenergie, ein Teil meiner Lebenskraft, meiner Zeit, die mir in diesem Leben zur Verfügung steht, wird dann sozusagen diesem Geistwesen zum Fraß vorgeworfen, könnte man sagen. Ich wäre jetzt vorsichtig, ob es die Seele ist, denn ich denke, die ist unzerstörbar, andersdimensional und ich würde jetzt sagen, es ist unsere Vitalkraft. Es ist unsere Ja. Bewusstseinsenergie. Ich Die würde Seele die ist jetzt auch, nicht, sie sie ist ist ein nicht der. Attribut der Seele, aber sie ist nicht die Seele, diese Bewusstseinsenergie, oder was Ja. denkst du? Die Seele wird nicht zerstört. Genau. Aber ein Teil meiner Seele wende ich sozusagen auf, um diesen Egregor zu nähren. Aber das ist auch, ja, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Es gibt auch so ein bisschen leicht unterschiedliche Definitionen von Seele. Für einige ist die Seele das, was für andere der Geist ist und umgekehrt. Aber ich denke, es ist rübergekommen, was wir meinen. Ja, ich bin da deswegen so vielleicht auch viel jetzt ein bisschen super genau, weil ich es für sehr wichtig halte, weil ich glaube, dass jetzt auf dieser Erde zum Beispiel wir als Menschen ständig ausgesetzt sind einem Kampf um unsere Bewusstseinsenergie. Jeder ist irgendwie scharf darauf. Mir scheint es die Schlüsselressource dieses Planeten zu sein, unsere Bewusstseinsenergie. Welche Information tue ich in wen rein, um dann, jetzt sagen wir mal verschwörerisch, um dann ernten zu können, um dann zu bekommen? Und warum? Ich habe mich gerade jetzt auch nicht geplant, aber heute Mittag habe ich mich gefragt, warum sind alle eigentlich so scharf auf diese Bewusstseinsenergie? Meine Erstantwort war, weil sie die Transformationskraft hat, hier in der Materie Dinge zu bewirken, zu verändern. Ja. Je mehr Energie ich zur Verfügung habe, je mehr Energie bei mir bleibt, umso mehr kann ich bewirken. Ganz Umso mehr genau. kann ich verändern, Einfluss nehmen auf die Welt. Das merkst du. Und okay, wir kommen jetzt etwas ab, aber es liegt mir gerade am Herzen. Gib mir noch diese zwei, drei Ja, Sätze. gerne.
Ich habe für mich zum Beispiel drogenfreie Zeit in jedweder Form eingeläutet, ja. Und ich merke jetzt nach Wochen, wie ich mehr Energie zurückbekomme. Und da sind wir ganz nah beim Thema, weil die kann ich schon wieder einsetzen. Du weißt es von den Indianern, denen hat man Alkohol und sowas gegeben, die haben nur noch rumgehangen, die waren gestorben für den nächsten Kampf. Ja, okay, so viel mal vielleicht nur als Impuls, weil wir sind eigentlich bei Egregoren, ja. Und da sie ja genährt werden durch unsere Bewusstseinskraft, lagen mir jetzt die Sätze mal am Herzen, da nochmal hinzuweisen drauf, dass es im Sinne von Manipulatoren sein muss, diese unsere Bewusstseinskraft abzusenken, ja. Ja, also man könnte auch ganz einfach sagen, es ist Gott spielen. Ja, also wer Gott spielen will, wer diese Welt gestalten möchte, der braucht eben Energie, um diese Welt zu gestalten. Alleine als einzelner Mensch hat man das nur begrenzt zur Verfügung. Solange man nicht über die geistigen Welten Bescheid weiß oder die Dynamiken in der geistigen Welt, wenn es einem gelingt, Egregore zu erschaffen, und zwar so mächtige wie jetzt zum Beispiel den Kapitalismus, den Kommunismus oder vielleicht auch sogar verschiedene Religionen. Ja, also der hat natürlich unheimlich viel Bewusstseinsenergie und damit auch ja direkt physische Energie zur Verfügung, um die Welt nach seinen Wünschen zu gestalten. Unsere ganze Welt ist gestaltet entsprechend verschiedener Konzepte. Ja, unser Deutschland, nach was für einem Geist ist das gestaltet? Also ursprünglich würde man vielleicht sagen, ja, vielleicht nach einem keltischen, germanischen Geist, dann vielleicht nach einem römischen Geist, dann nach einem christlichen Geist, jetzt vielleicht nach einem transhumanistischen, technokratischen Geist. Also diejenigen, die die Bewusstseinsenergie steuern oder die den Großteil der Bewusstseinsenergie steuern oder in der Hand haben, diejenigen, die astralen und mentalen Welten am meisten beeinflussen, diejenigen beeinflussen die Welt auch am meisten. Und zwar so lange, bis die Menschheit wirklich erwacht und sich diesen Dynamiken bewusst wird. Also ich weiß jetzt schon, ich werde auf meinem Kanal diesem Video einen grünen Rahmen geben. Ich nenne bei mir immer das sind immer die kannst du immer gucken, weil sie zeitlos und wertvoll sind, ja. Guck mal, als Ausdruck nehmen wir mal, oder als Synchronizität zu diesem Kampf um menschliches Bewusstsein, den wir jetzt als Hypothese ja in den Raum stellen. Ist ja auch wieder so eine Welterklärung, sie hat auch eine Perspektive. Aber du hast sehr schön passend dazu einen Herrn Tesla und ein Ölzeitalter und den Kampf um Energie, körperlich ausgedrückt, Strom, Öl, als Gas, als Ressourcen. Da scheint mir schon ein Zusammenhang zu bestehen. Das auch nur nachgeflickt am Rande, nebenbei erwähnt, ja. Weil diese Welt drückt ja immer aus, was in den geistigen Welten passiert. Der Kampf um Energie, ja. Ganz genau, ja. Also es drückt zumindest ein Teil davon aus. Also es drückt das aus, was in der geistigen Welt die Oberhand gewonnen hat oder was in der geistigen Welt gewonnen hat, eine Energie. Ja, also in den, ja, einige bezeichnen das als die morphischen Felder oder die morphogenetischen Felder oder ich halt eher als die Astral- und Mentalebene. Da gibt es ja auch ständig verschiedene Energien, verschiedene Gedanken, die aufeinander prallen, ja, und eine Energie setzt sich irgendwo durch, ja, oder nimmt die andere mit oder schluckt die andere Energie. Ja, da könnte ich jetzt so weit in die Tiefe gehen. Wollen wir es uns gestatten? Wollen wir es uns gestatten, da in die Tiefe zu gehen? Wollen wir es jetzt uns gestatten, in die Tiefe zu gehen? Dann müssen wir jetzt einen kurzen Exkurs vielleicht machen in die griechische Mythologie, was ja vielleicht auch gar nicht so unpassend war, Hau weil rein. wir ja auch schon beim Thema Idealismus waren und so. Und ja, wie sehen wir denn jetzt heute so die griechische Mythologie? Ja, also wir sehen die griechische Mythologie aus so einem sehr materialistischen, oberflächlichen Weltbild. Ja, also ja, da gab es diese Götter auf dem Olymp, die sich da so gegenseitig bekämpfen, die ihre eigenen Kinder fressen und so weiter. Und ja, da denkt man jetzt, ist man oder man ist geneigt dazu zu denken, ja, was waren die Griechen eigentlich für Idioten, dass die sich die Welt so vorgestellt haben? So, wenn wir jetzt aber hinter die Welt schauen, wenn wir jetzt auf die Energien schauen, ja, Götter fressen ihre Kinder, ja, also eine Energie, eine Idee frisst andere Ideen auf, ja, dann hat das Ganze eine ganz andere Dimension, ja, also wie ist denn die griechische Mythologie, wie sieht das denn aus, wenn wir das jetzt mal aus einer
geistigen Sicht sehen, ja, also am Anfang war das Chaos, also erstmal gar nicht so unterschiedlich wie nach dem christlichen Schöpfungsmythos. Aus dem Chaos hervor ging dann Gaia, Mutter Erde, der Weltengeist. Dieser Weltengeist hat Uranos geboren, den himmlischen Geist. Und aus Uranos und Gaia sind dann die Titanen erstanden, also eine Vermischung des himmlischen Geistes und des irdischen Geistes hat die Titanen erschaffen. Und das sind eigentlich nichts anderes als Egregore, weil was sind denn Egregore, was sind denn menschlich geschaffene Geistwesen eigentlich anderes als eine Vermischung eines irdischen Geistes, also eines materiell orientierten Geistes, ja, also in der irdischen Welt, da geht es ums Überleben, da geht es um eigene Vorteile, da geht es, ja, darum, sich durchzusetzen gegen anderen, ja, das ist der Weltengeist. Und dann haben wir noch so diesen göttlichen Geist, den wir jetzt so im Christentum zum Beispiel als den Gott, den einen Gott sozusagen begreifen würden. Und die Titanen sind letzten Endes eine Fusion dessen. Ja, also es sind irdische Interessen gepaart mit einem himmlischen, idealistischen Geist. Und so wie auch der Schöpfergott in der Bibel sagt, auch Uranos sozusagen, er duldet keine Götter neben sich und hat seine Kinder, ja, wollte sie töten, weshalb Gaia sie dann halt versteckt hat in der Unterwelt und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht so weit drauf eingehen. Was ich nur sagen will, wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen aus einer geistigen Sicht sehen, also, oder aus einer dem Idealismus, aus einem idealistisch geprägten Weltbild, sage ich jetzt mal so, dann haben wir da eine ganz andere griechische Mythologie als diejenige, die man unter einer materialistischen Betrachtungsweise da so plump sehen würde, mit Göttern, die da irgendwie feiern und sich besaufen und so weiter. Ich gehe trotzdem noch mal rein. Sind diese Titanen, ich bin jetzt da nicht so sonderlich gut im Thema, aber spiegeln die nicht genau wider, was wir sagen? Sie werden erschaffen und danach wenden sie sich ja gegen die alte Ordnung. Da hast du genau diesen Bumerang- und Schneeballeffekt, über den wir von Anfang an sprechen in der Ganz Mythologie. genau. Da haben wir dann zum Beispiel Kronos, der mit der Sichel den eigenen Vater entmannt hat, die Potenz des Gottes weggenommen hat, ja, und selber sich auf den Thron gesetzt hat. Seht es Ja, mal das ist. energetisch gerade, die Potenz rausnehmen. Ja, seht es mal energetisch. Ja? Ja, Die genau, das ist das, was ich alten meine. Götter sind tot, ja. Sie kriegen keine Energie mehr. Ja? Ich weiß vage noch aus alten Erzählungen, dass es immer wichtig war, der und der Gott hat keine Kraft, keine Macht mehr. Ja, weil die Leute nicht mehr an ihn glauben. Ja? Ich bin da voll bei dir. Diese Götter sagen als Gedanken, Energien, Ideenmanifestation zu sehen oder zu interpretieren, dass im Grunde alles in dieser Welt eine Energie hat. Wir sehen das übrigens auch in den Veden oder auch im Hinduismus, die machen genau dasselbe. Alles, jede Ausdrucksform wird auf die Energie zurückgeworfen und wird so bedacht. Also ich glaube, so ganz falsch sind wir da nicht mit unseren Ausdeutungen. Du hast vorhin die Morphogenese angesprochen, dann, oder ja, Morphogenese, da möchte ich auch nochmal was nachsagen, dann einfach damit wir klar abgrenzen. Als Morphogenese bezeichnet man ja immer die Formwerdung. Sind wir auch stark bei Sheldrake? Hat mich damals in meinen Anfangsjahren als Remote-Viewer immer beschäftigt. Formwerdung, Morphogenese. Könnte man jetzt sagen, was hat es mit unserem Thema Egregore zu tun? Was soll das? Ganz einfach. Niemand fragt immer danach, warum eine Form, ein Einzeller, eine Schnecke so wird, wie sie aussieht. Platon würde sagen, weil es die Idee von der Schnecke gibt, ja. Das sind allerdings dann philosophische Gedanken, die geht auch Sheldrake nicht mehr, weil er quasi Wissenschaftler bleiben will. Gut, der Balanceakt wäre jetzt ein anderes Thema, ging schief, wurde nicht anerkannt, ja. Gut, nur dazu noch einmal, ja, dass wir einfach die Morphogenese sauber abtrennen. Also auch hinter den körperlichen Ausdrücken, hinter dem körperlichen Erscheinungsbild hängen eben dann diese Energien, die über die Morphogenese so sich dann veranschaulichen. Ja. Hui, jetzt, willst du schon was zu sagen? Ansonsten trabe ich noch mal weiter zu einem alten Punkt von dir. Nee, bitte.
Okay, du hast vorhin die geflochtenen Haare angesprochen, ne? Also wir haben so viele Impulse in der Sendung. Ich glaube, mein Adäquat, mein Gedankliches sind immer die Schlaghosen. Was meine ich? Unser Ästhetikempfinden. Und das wird jetzt hochinteressant, weil es konfrontiert uns damit, wo hören wir auf, wo fangen wir an als Individuen? Ja, als individuelle Energie. Heißt, was meine ich? Ich lief jahrelang rum, ich wurde groß in den 70ern, da gab es Schlaghosen. So. Die fand ich doof. Und dann irgendwann in den, ich glaube, Anfangs 2000ern oder so, wurden die ja wieder modern. Ja, wie meine Oma schon gesagt hat, ich lass die Sachen im Kleiderschrank, alles kommt wieder. Jetzt fand ich die immer noch doof. Und dann musste ich mich selbst dabei ertappen, jetzt kommt der springende Punkt, wie, weiß ich nicht mehr, nach einem halben, dreiviertel Jahr oder anderthalb Jahr, ich auf einmal auf dieselben Schlaghosen schaue und sage, du, das sieht aber gut aus. Und da ist etwas mit mir passiert, da bin ich irgendwie geistig angesteckt worden, da wurde ich Teil eines kollektiven Ästhetikempfindens, was sich meiner bemächtigt hat. Könntest du auch, ich glaube, sag mir deine Antwort. Der Lukas würde sagen, es wurde vielleicht ein Mode-Egregor geboren und der schlug auf mich zurück. Würdest du es so ausdeuten? Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und dieser Mode-Egregor macht sich auch noch bestimmte psychologische Phänomene, denen der Mensch so auch noch unterliegt, zunutze. Und zwar Zugehörige gar einer bestimmten Gruppe zu sein oder ja, das vielleicht zu verkörpern, dass man dem Schönheitsideal der ja, eigenen Generation halt vielleicht noch entspricht. Da sind wir eigentlich auch noch mal bei einem weiteren Punkt, der dann noch mal mehr in die Tiefe geht. Und zwar gibt es im Prinzip noch unterschiedliche Qualitäten von geistigen Wesen und Egregoren. Ja, es gibt solche, die nur mit sehr, sehr viel Anstrengung erzeugt werden müssen und in die permanent Energie fließen muss, damit sie am Leben gehalten werden. Zum Beispiel das Finanzwesen, das Staatswesen, das Rechtswesen, ja, da müssen extra Institutionen für gegründet werden, Mitarbeiter bezahlt werden, damit die das ständig füttern. Ansonsten würde dieses Finanzwesen und das Gesundheitswesen möglicherweise, das Rechtswesen innerhalb von kürzester Zeit kein Mensch mehr kennen. Ja, wenn man es nicht künstlich am Leben halten würde. Und dann gibt es aber auch Egregore, die sehr, sehr weit mit göttlichen oder mit naturgegebenen Qualitäten mitgehen. Ja, also die zum Beispiel jetzt Zeus, ja, der Blitzgott. Ja, da sehen die Menschen den Blitz am Himmel, in den keine Energie rein investiert werden muss. Ja, der entsteht von sich aus. Das macht Gott oder wer oder wie auch immer das entstehen muss. Aber es ist bereits eine Energie in der Natur vorhanden, worum man diesen Egregor aufbauen kann. Ja, und Geistwesen oder Naturwesen, die um natürliche Energien herum aufgebaut sind, sind leichter am Leben zu halten als welche, ja, die einem bestimmten Zweck dienen und die man komplett sozusagen wieder die Natur errichten muss. Alles. Und sowas wie Modebewusstsein, was du eben gesprochen hast, das bedient sich sozusagen einem ja, archetypischen Verhalten des Menschen. Ja, also der Mensch als soziales Wesen möchte immer zu einer bestimmten Gruppe dazugehören und bestimmte Modeerscheinungen sind auch immer Erkennungsmerkmale, um zu einer Gruppe dazuzugehören. Ja, also die Mode, da kann man dann auch, die ist auch verknüpft mit dem Zeitgeist, ist auch wieder so ein Geistwesen. Kronos haben wir da auch wieder. Die Mode, die spricht halt sehr stark natürliche Eigenschaften des Menschen halt auch an. Ja, also sie ist da sehr stark angehängt an was Naturgegebenes. Und deswegen hält es sich auch, ja, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, da gab es schon immer irgendeine Art und Weise von Modetrends. Ja, also das waren dann die Sans-Culottes oder die Adligen früher mit den Strumpfhosen, dann die Schottenröcke und so weiter und so fort. Also ich nehme mit, willst du einen guten Egregor erschaffen, dann nutze so etwas wie natürlichen Rückenwind. Den finden wir dann auch in den Eigenarten der Menschen. Mit dem Thema der, sagen wir, Schlaghosen oder jeder Art der Mode haben wir es zu tun, ich würde jetzt sagen, mit Eitelkeit. Gruppendefinition hattest du schon drin.
Ich erschrecke immer ganz furchtbar, wenn ich mir über sowas Gedanken mache, wie viel auf Fortpflanzung zurückführbar ist, also sexuelle Attraktivität, Kinder bekommen wollen, Mann, Frau finden wollen, Status, soziale Attraktivität, ich kann es mir leisten, diese und jene Modemarke zu kaufen, so und so auszusehen, ja, sogar diesen, jenes Auto zu fahren. Wir sind ja eigentlich bei Mode. Wir sind eigentlich bei Mode, ja. Und dann bist du auf einmal bei Urtriebkräften der Menschen. Und ich glaub, und da sind wir auch wieder bei der Energie, ja. Ich suche eine Frau, ich möchte mich fortpflanzen. Auf einmal wird Mode spannend für mich. Ja. Oh, wow, ja. Okay, gut, ja. Allein da könnte man schon wieder ganz tief reingehen, aber mit Vorbereitung, um zu gucken, wie unter Umständen, und sowas vermute ich nämlich auch, Designer von Egregoren diese aufsetzen und auf die Menschheit loslassen. Ja, ganz genau. Und das ist jetzt nicht nur bei Mode, die man so trägt, so, sondern auch in Schulklassen, die Sammelkartenspiele, gemeinsame Serien haben, die man dann schaut, damit man dann drüber reden kann. Ja, also das sind halt alles Sachen, die halt eigentlich, wenn man die oberflächlich betrachtet, erstmal völlig widernatürlich sind. Also warum sollte der Mensch von sich aus irgendwelche Karten sammeln? Aber ja, in unserer Gesellschaft, in der zusätzlich halt noch massiv an dem Selbstwertgefühl vieler Menschen gearbeitet wird, beziehungsweise eher an dem mangelnden Selbstwertgefühl, wird nochmal die Energie verstärkt, also die Energie in den Menschen wird verstärkt, sich bestimmte oder bestimmte Dinge mitzumachen, um zu der Gruppe zu gehören. Ja, also es wird sozusagen mit Existenzängsten letzten Endes sogar gespielt. So, wenn du jetzt nicht, also das ist ja letzten Endes die Botschaft, wenn man es mal ganz runterbricht, wenn du jetzt diesen oder jenen Modetrend nicht mitmachst, dann bist du ja Außenseiter, dann bleibst du außen vor, dann wirst du gehänselt, geschlagen, getötet, wenn es hochkommt, ne? Also es gibt ja da auch dann noch, wenn man es jetzt mal hochskaliert, gesellschaftliche Trends, wie dann zum Beispiel zu einer bestimmten politischen Bewegung möglicherweise zu gehören oder einer religiösen Bewegung. Ja, also wo auch viele Menschen aus reinem Zugehörigkeitsgefühl mitmachen, wo es dann tatsächlich um existenzielle Ängste geht. Du hast ja in den letzten 3 Jahren C, hast du ja allein gesehen, was der Egregor Covid an Ängsten ausgelöst hat. Und selbst für Leute, die da jetzt nicht dran geglaubt haben, sagen wir mal, was da trotzdem dann noch an Anpassungswille, dann kam der nächste Joker, Anpassungswille. Wenn der nicht geklappt hat, kam der nächste Joker, Überlebensängste, ja, ich muss aber. Wenn man das mal geistig sieht, das wäre auch schon wieder extra Sendung, das auseinanderzunehmen, ja. Ja, aber sehr schön, dass du das ansprichst, also das große C, also ein sehr, sehr mächtiges Geistwesen, der tödlichste Virus aller Zeiten. Und das meine ich tatsächlich so, nur nicht unbedingt tödlich auf der Ebene, was viele Menschen geglaubt haben, sondern es ist eigentlich letzten Endes auf einer anderen Ebene ist er tödlich gewesen. Du hast es an der Allmacht des Egregors C gesehen. Plötzlich war nichts mehr unmöglich. Es geht nicht, mit dem Argument Hygiene gab es nicht mehr. Jetzt nach C muss ich in mich reinschmunzeln und lade die Leute auch mal dazu ein, wenn mir irgendjemand sagt, im Verweis auf Regeln, sonst irgendetwas, das geht nicht. Also Sie können jetzt wegen mir die Kundentoilette oder sowas nicht besuchen, das geht nicht, oder ich kann Ihnen das nicht so und so einpacken. Denn bei C ging alles plötzlich. Ja. Wir haben die komplette Umstülpung gesehen. Aber gut, hey, da kommen wir. Also ich lerne jetzt erstmal, wir haben es bei dem Rückenwind von Egregoren auch oft mit so einer Art modernem Federschmuck oder Häuptlings, was sind das, Tunika zu tun, ne? Die Sammelkartenspiele, plötzlich wird man wird dann attraktiver, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Okay, ich würde gern noch mal auf diesen unheimlichen Aspekt eingehen, den wir vor 5 Minuten hatten. Und zwar ist es diese werdende Selbstständigkeit. Das ist komisch. Also wir erschaffen was mit unseren Gedanken, haben noch die Kontrolle, definieren es. Und dann passiert aber diese Umkehr, je mehr wir reindenken und definieren, hauchen, das ist ja Dr. Frankenstein in Mental, hauchen wir dem wirklich Leben ein
und es agiert dann unkontrolliert. Und das sehen wir ja bei vielen Dingen in der Welt. Ja. Und das finde ich enorm unheimlich. Wir erschaffen Geister. Wir erschaffen Geister, genau, und die ja, entwickeln sozusagen ein Eigenleben, eine Eigendynamik. Ja, also das hat man zum Beispiel ja, bei der Französischen Revolution sehr schön gesehen. Die Revolution frisst ihre Kinder. Diejenigen, die diesen Geist erschaffen haben, diejenigen, die für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren, ja, Friedrich Schiller zum Beispiel, der war auch noch ein sehr großer Befürworter der Französischen Revolution, als das Ganze gerade noch so am Entstehen war. Und Genau, hinterher hat er das revidiert. Hinterher hat er genau. sich davon distanziert. Er hat gesagt, das ist nicht das, wofür wir eingestanden sind. Ne? Die Menschen dachten, die haben damals schon gesagt, jetzt kommt das neue Zeitalter, jetzt kommt die neue Welt, wie es in Ode an die Freude so schön heißt. Alle Menschen werden Brüder. Ja, das waren die Vorstellungen vorher. Das war eigentlich das Ziel dieser französischen Revolution. Und dann ist literweise das Blut die Straßen runtergeflossen. Ja, also das ist ein sehr schönes Beispiel. Und die Leute, die ursprünglich noch Verfechter dieser französischen Revolution waren, sind dann selber guillotiniert worden. Ja, Richtig. also von den, genau, von den revolutionären Kräften letzten Endes, weil ihre Vorhaben oder ihr Geist dann entsprechend derer, die dann das Ruder in der Hand hatten, dann nicht, ja, entschieden genug war, nicht radikal genug war. Genau, und das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man halt sieht, dass eine solche Bewegung, die entsteht, sehr schnell so eine Eigendynamik bekommen kann, die dann letzten Endes ja möglicherweise ja eine ganz, ganz andere Richtung schlägt, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die kommunistische Revolution in Russland, ja, die ganzen Morde unter Stalin und so weiter. Also das ist jetzt das offizielle Narrativ, was da jetzt wirklich im Hintergrund gelaufen ist, das ist ja heutzutage immer noch mal so eine eigene Sache. Aber ich denke mal, man versteht schon in etwa, was da alles so passieren kann. Ja, also wenn Ich man habe solche jetzt großen. deswegen, ich habe nur so geguckt, so abschätzend, weil du hast zufällig oder wissentlich an diese 1789er Sache hast du die 1917er dran gehangen. Und da, in meiner Betrachtung, das ist ja auch schon wieder eine andere Sendung, ist da eine gewisse Kausalität drin, die auch jetzt reingipfelt. Deswegen habe ich so ein bisschen mit dem Kopf gewogen, ja. Ja. Ja, weil ich jetzt nicht wusste, passiert es gerade zufällig, was du tust, oder ist da bei dir ein Hintersinn dahinter? Ja. Ja, wir haben auch so eine sehr, sehr große Kausalität von der Zeit vor der Französischen Revolution zu der heutigen Zeit. Ja, wenn wir uns mal so die Werke der Idealisten anschauen oder Schillers, jetzt gerade das Beispiel Ode an die Freude, dieser Geist, der da in der Welt war. Ja, jetzt kommt die neue Zeit, alle werden aufwachen, alle werden im Bewusstsein ansteigen. Damals die Leute lagen sich in den Armen, haben geweint und so. Ja, jetzt kommt endlich der Friede und so, jetzt schnallen wir es endlich und ja, dann leider doch nicht so. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig bei ja, vielen spirituellen und esoterischen Narrativen heutzutage, ja, wo immer vom Bewusstseinswandel, vom Bewusstseinsaufstieg gesprochen wird. Und ja, in gewisser Weise bin ich der Ansicht, wir haben einen sehr großen Bewusstseinsanstieg aktuell, aber den hatten wir auch schon in vergangenen Zeiten. Und dann gab es abschließend wieder eine Zeit, wo der wieder gedrosselt wurde. Ja, also deswegen muss man da vorsichtig sein und er sollte nicht den gleichen Fehler machen wie Schiller und seine Zeitgenossen und zu euphorisch jetzt vielleicht in eine neue Bewegung, die ich kommen sehe, weil es formiert sich definitiv eine Bewegung in den morphischen Feldern. Da sollte man, ja, das ist meine Empfehlung, zumindest nicht zu euphorisch so mit dem Strom mitgehen, wie andere das jetzt vielleicht predigen, sondern da immer noch so Freigeist bleiben, eine gewisse Distanz bewahren und sich eben nicht einem neuen Egregor, einem neuen Narrativ, einer neuen Ideologie anschließen, sei sie noch so spirituell und vordergründig friedensschaffend. Hat auch schon wieder viel drin. Ich gucke mal, dass ich es zusammenbekomme. Wir waren bei 1789, wir waren beim Schiller auch schon. Du hast schon gesagt, der war
Er war am Anfang für diese Revolution. Je länger sie lief, umso mehr war er dagegen. Nachher konntest du ihn damit jagen. Er war Gegner dessen. Und die Sendung ist es mir wert, dass ich mal richtig einen rauslasse, wenngleich auch jetzt sehr, sehr kryptisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich leider alternativer bleiben werde. Was meine ich damit? Wir haben hier Zeitenwenden vor uns, wo viele, und im Grunde antworte ich jetzt auch auf dich, ja, wo viele in der Zukunft bedient werden. Das heißt, für viele können wir jetzt schon Trostplätze verteilen. Vieles wird besser, es wird Geschenke geben, es wird nur halb so wild wie gedacht. Vieles wird gut werden. Wir werden einen Befreier sehen. Nach diesem Abbau und diesen vielen wirklich furchtbaren Nachrichten jeden Tag wird es nach dieser Wende gute Nachrichten geben. Vieles wird lebbar sein und so weiter. Ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, ich werde, und das Gefühl verstärkt sich immer weiter, das Gefühl nicht los, dass ich auf die Dinge schauen werde, dass ich in ihre Energie schauen werde und werde darin die Lüge sehen. Ich werde darin die Täuschung sehen. Ich werde sehen, dass man die Energien der Menschen schon wieder ableitet in bestimmte Bereiche rein und dass es nicht wahr ist. Das ist eine weitere Täuschung. Und das wird dann die Phase sein, wo ich sage, ich bleibe alternativ und ich werde mich an den Rand stellen und sagen, Leute, das ist nicht, was wir wollten. Das ist nicht, was wir wollten. Aber ich glaube, das wird dann so mehr Rufe in der Wüste sein. Okay, habe ich das mal rausgelassen jetzt? Es ist ein Urgedanke, der sich immer weiter bei mir verfestigt. Ja, aber ich fühle mich da total wieder drin in deinen Worten. Und letzten Endes, wenn wir uns die Bibel anschauen, die Johannesoffenbarung, da ist ja auch nichts anderes beschrieben. Das Neue, was kommen wird, diese neue Weltordnung, das wird eine sehr spirituelle Welt sein. Da wird Spiritualität einen sehr großen Platz nehmen. Da wird möglicherweise freie Energie existieren. Da sind möglicherweise Dinge möglich, also bestimmte Freiheiten möglich, weil man die Menschen auf eine andere Weise kontrollieren wird. Ja, also eine viel hintergründigere Art und Weise. Ja, also mehr ins Detail werde ich da jetzt auch nicht gehen, aber ja, ich weiß da auf jeden Fall, worauf du hinaus willst, und ich sehe die gleiche Gefahr kommen, und ich sehe auch, dass da sehr, sehr viele, ja, jetzt leider schon Opfer sind, da Teil dieser Hure Babylon oder wie auch immer man sie nennen möchte, Und ich sehe auch, dass plötzlich dann wieder in der Alternativszene, sagen wir mal, eine großflächige Einigkeit da ist, großflächige Definitionen, auf die man sich einigt, und ein Riesenstrom mit Rückenwind in eine Richtung gehen wird, so, ja, das ist es, ja. Und dann bleibst du da stehen, denkst dir, nein, aber gut. Da sind wir noch nicht. Das werden wir zu tun haben in den nächsten Jahren. Ja. Ich Ja, meine, und bis. du hast es vorhin, hast du es schon gesagt. Es ging nur so in den Worten unter. Du hast vom Freigeist geredet. Im Grunde ist das das Wort, was über dieser Sendung ist. Bei allem, was wir zusammentragen, wäre es ja immer ein Balanceakt, frei im Geist zu bleiben und sich nicht von Egregoren, geistigen Strömungen einfangen zu lassen. Da hinten hat auch immer ein Buch stehen vom Vadim Seeland. Hier, das ist doch. Transurfing. Ich werde das Gefühl nicht los, was wir Egregore nennen, nennt der Mann Pendel. Und er redet im Grunde davon, und ein Rupert Sheldrake nennt es Felder, geistige Felder. Ja, und Oder im Grunde Tulpa, also im Tulpa. tibetischen Buddhismus, da heißt es Tulpa beispielsweise. Es ist letzten Endes das gleiche Prinzip, also kollektiv erschaffene Wesenheiten. Genau. Und lassen wir jetzt mal vielleicht diese Manifestation bis hin zum Geistwesen weg, dass wir nur bei geistigen Feldern bleiben, diese Steiner bemächtigen und dass sehr wohl okkulte Kräfte bemerkt haben, ein Steuerungsaspekt für Menschen ist es, sie geistig fernzulenken über diese Felder. Dann wäre eigentlich die allerhöchste unserer Disziplin, der wir täglich ausgesetzt sind, geistig unabhängig zu bleiben. Genau, das Und ist das ganz ist genau schwierig. das. Und da haben wir jetzt so ein bisschen den Bogen zu unserer letzten Sendung mit dem Yuval Noah Harari, der sagt,
ja, Humans are now hackable animals, Menschen sind nun hackbar. Und das ist letzten Endes eigentlich genau das, was passiert. Also tatsächlich sind die Menschen hackbar. Nur dazu brauchst du noch nicht mal zwangsweise einen bestimmten Chip im Kopf und so weiter. Ja, also alleine durch psychische Dynamiken, ja, also wie Zugehörigkeitsgefühle, Masseneuphorien und so weiter. Also Gustave Le Bon, die Psychologie der Massen, das Buch geht da auch sehr weit drauf ein, auf diese Phänomene. Ist es möglich, Menschen fernzusteuern? Ja, also, ja, ich will jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber Doch, man merkt, komm, hey, lass uns da reingehen. Wir haben ja. in der Vergangenheit, nehmen wir das Nächste. In der Vergangenheit haben wir das schon gesehen. Das ist hier die Vernichtung der weißen Frauen. Ja. Du hast Massenängste, nicht Euphorien, sondern Massenpsychosen angesprochen. Wir hatten den Hexenwahn. Wir hatten den Hexenwahn. Ja. Genau, ja. Das ist ein Steuerungsaspekt, sagen wir, die Möglichkeit der notwendigen, beliebigen Tötung. Und in dem Fall unter Umständen die Vernichtung des Wissens der Frauen, der Animalistik, der Urwurzeln, die uns ausgemacht haben, um unter Umständen eine christliche Lehre drüber zu hauen oder einen christlichen Egregor Gestalt annehmen zu lassen. Ja, da benutzt du so etwas, ja. Ganz genau. Und das leitet uns jetzt eigentlich nochmal perfekt auch zu einem weiteren Thema über, wie vernichtet man einen Egregor oder wie löst man sich von einem Egregor? Und da sagen die Okkultisten, also das weiß ich jetzt hier aus dem Buch nicht, weil ich selber zu einem okkulten Zirkel gehöre, man vernichtet einen Egregor mit Feuer und Schwert. Ja, und das sehen wir beispielsweise bei der Hexenverbrennung. Um sich von einem Egregor zu lösen, beziehungsweise ja, völlig neue Narrative in der Gesellschaft zu etablieren, ist es notwendig, dass das Geistwesen der Egregor keinen materiellen Angriffspunkt mehr hat. Ja, deswegen Bücherverbrennungen und so weiter. Ja, also der Anker in der Materie muss vernichtet werden. Ja, deswegen werden auch, wenn Portal quasi, nennen wir, ja. das Portal, deswegen Das werden, wäre interessant, habe ich schon nie gehört, ja. ja, wenn Siegermächte andere Länder übernehmen, müssen alle Statuen der alten Götter oder der alten Herrscher gesprengt werden, die alten Flaggen müssen weg, ja, also, oder korrumpiert werden. Man sieht es auch an der deutschen Flagge, wenn man jetzt in unsere Geschichte schaut, ja, die verändert worden ist und so weiter. Knüpfpunkte. Genau, jegliche Angriffsfläche oder Fixpunkte, Anker der geistigen Wesenheiten in der realen Welt müssen zerstört werden. Deswegen Feuer, deswegen hat man die Hexen auch verbrannt und nicht gekreuzigt, wie Jesus zum Beispiel. Denn was bei Jesus gemacht wurde, der hat auch noch den Speer, der hat noch den Speer in die Brust bekommen. Da ist Blut gelaufen. Wenn man einen Egregor verstärken möchte, dann lässt man Blut fließen. Dann schafft man Märtyrer. Wenn es Märtyrer gibt, die für einen Egregor sterben, die da sichtbar am Kreuz hängen, dann wird der Egregor gestärkt. Dann wird die Religion gestärkt, die daraus erwächst. Man könnte also sagen, oder man könnte spekulieren darüber, ob der Speer in Jesus absichtlich dafür eingestoßen wurde, um sozusagen seine Lehre weiter zu verbreiten. Also man weiß ja auch nicht, ob der Speer wirklich reingestoßen wurde. Zumindest allein das Narrativ reicht schon aus, um diesen Egregor zu beleben. Ja, Blut ist ja auch das Symbol für die Lebenskraft, das Lebensquell. Ich hätte jetzt, mir war das nicht bekannt, danke, super. Ich hätte jetzt gesagt, wie tötet man einen Egregor? Ja, du musst ihn gar nicht töten, du kannst dich mit deinen Geistenergien abwenden. Ja. Es ist immer eine Frage der Lenkung der geistigen Energien. Und wenn die Vitalität dann in ein anderes Konzept fließt, dann stirbt er von ganz allein aufgrund von Lebensenergie, die ihm nicht mehr dargebracht wird. Aber ich denke, was du beschreibst, dahinter hängt auch wieder eine Auseinandersetzung. Heißt, warum werden Denkmäler oder Bücher verbrannt, zerstört? Weil sie uns geistig immer wieder daran erinnern würden. Ich glaube, das ist der Punkt. Du guckst drauf, ah ja, der Hussein von mir aus, ja, Hussein. Ah, was haben wir eigentlich gemacht? Wir waren das mal mit, dann würde der Geist immer wieder fest dran andocken.
Und es würde die Energie hinfließen. Also Genau. wir sagten eben so die Portale, die Anknüpfpunkte, die Marker, die Anker. Ich glaube, das ist der Punkt, dass du keine Erinnerung mehr hast dann. Genau. Und wenn halt eine Erinnerung stattfindet und mehr Menschen würden sich damit beschäftigen, dann nährt man letzten Endes den Egregor so lange, bis er sich irgendwann wieder manifestiert, bis er ausgewachsen ist. Ja, also Egregore kann man eigentlich wie bei Menschen sehen. Also die werden geboren, die Idee wird geboren, sie werden genährt, sie werden großgezogen. Und irgendwann sind sie dann selbstständig, wie erwachsene Menschen, ja, und auch ohne das direkte Zutun von Energien entwickeln sie halt ein Eigenleben, wie jetzt zum Beispiel die Französische Revolution, beziehungsweise dann dieses Eigenleben findet dann so lange statt, bis die Menschen andere Egregore drüber legen oder andere Ideen schaffen oder sich anderen Dingen zuwenden. Genau. Um einen Egregor loszuwerden, genau, das war jetzt eben die radikale Methode, ne, die materiellen Anhaltspunkte zu verbrennen. Was du gesagt hast, das Abwenden der Aufmerksamkeit ist jetzt für das eigene Leben, wäre das sozusagen die Methode, um von einem Egregor loszukommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt so von Sektenaussteigern sprechen oder Aussteiger von bestimmten Gruppen, ja, hab am besten keinen Kontakt mehr zu den Menschen, mach nicht die gleichen Rituale, nutz am besten andere Worte, beschäftige dich mit ganz anderen Tätigkeiten, vielleicht sogar Tätigkeiten, die diese Gruppierung niemals machen würde, sozusagen, dass man in eine andere Energie, in eine andere Schwingung kommt als die Jemand. Mitglieder dieser Egregore oder Sekten oder wie auch immer. Ein bisschen scheint mir da auch so dieses Märchen mit dem Geist aus der Flasche so zu korrespondieren damit, ne? Er erfüllt dir erst so deine Wünsche und nachher wird er ein Quälgeist. Nachher gewinnt er Macht über dich, ja. Weißt du, vielleicht, ich werf's mal rein, vielleicht kannst du was mit anfangen, wenn nicht, nicht. Aber mir schien das ganz praktisch. Ganz praktisch. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man das Ganze auch praktisch und vielleicht sinn- oder nutzbringend angehen. Da ist mir eingefallen, so sich bewusst zu werden, dass man in der Beziehung, in der Partnerschaft auch einen Geist hat, den man nährt. Der Geist der Beziehung. Was sind meine Glaubenssätze gegenüber einer Freundschaft oder einer Liebe? Wie habe ich die geistig als, was habe ich mir erzählt über diese Liebe? An was glaube ich daran? Denn auch damit erschaffe ich eine Wesenheit. Das ist der Geist der Beziehung. Dass man mal überprüft, wie sieht denn mein Beziehungsgeist aus? Wie sieht unser Austausch gegenüber diesem Dritten im Bunde, diesem Geist unserer Beziehung aus? Dass man sich mit seinem Partner darüber mal auseinandersetzt. Ja. Zum Beispiel statt du hast mir das und das angetan, dass man sagt, stopp, warte mal, wir gegen das Problem. Ich empfinde das so und so, sag mir, wie du es empfindest und wir setzen das Problem jetzt mal da auf den Stuhl und sagen und definieren es aus, ja, und sagen, was ist da schiefgegangen, weißt du? Damit man nicht die Kräfte gegeneinander wendet, sondern miteinander gegen, in dem Fall, den Geist des Problems, das man hat. Ja, denn diese Dinge bestehen ja, sie sind da, sie sind definiert worden. Ja. Ja, also natürlich kann man Egregore auch konstruktiv nutzen, ja, also wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Aber man muss halt natürlich aufpassen und sich dessen bewusst werden, was für Energien man, ja, anzapft, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wie man Energien in die Welt schafft, auf welche Art und Weise. Aber wären Egregore jetzt grundsätzlich was Böses, also einige bezeichnen Egregore auch immer als Dämonen, oder Engelwesen, je nachdem, wären Egregore immer was Böses, dann wäre ja jedes, ja, kollektive Projekt irgendwo was Schlechtes. Ja, aber das ist ja definitiv nicht der Fall. Also, wenn Menschen ihre Schöpferkraft bündeln, ihre Tatenkraft bündeln, dann können wir ja durchaus auch was Positives erschaffen. Also, das liegt ja ganz klar auf der Hand. Ich denke mir auch, wenn du manchmal an Häusern vorbeigehst, ob Leute das jetzt bewusst oder unbewusst machen, sie haben dann so Löwen davor, ja, als, sagen wir mal, Lichter. vielleicht sind es Hausgeister, vielleicht ist es der Geist des Grundstückes, den man da beschwören könnte. Auf jeden Fall ist er da. Also wer jetzt sagt, habe ich nicht definiert, dann stell ihn dir mal vor, denn er ist da. Es gibt zu allem in der Welt gibt es ein geistiges Abbild, sonst wäre das in der Welt ja nicht da. Dein Haus, dein Grundstück. Viele tun da jetzt also Löwen hin,
zum Schutz. Sie versinnbildlichen, sind das die fatalen Anknüpfpunkte, die wir vorhin hatten mit den Denkmälern? Fragezeichen. Oder nimm mal als Wahrzeichen von Portal oder von Bewachern, nimm mal ganz praktisch den Gartenzwerg. Der Gartenzwerg. Oftmals stehen die so am Eingang, weißt du? Die gibt es ja wirklich auch sehr bewachend ausgedrückt dann, ja. In Irland, die Feengrotten oder so etwas, ne? Oder der Ghost of Blaes, du gehst an einen Ort, heilige Orte bei den Indianern, ne? Die sind besetzt von Geistwesen, ja. Ja. Ja, definitiv. Also jeder Ort hat seinen eigenen Geist. Also das würde ich jetzt nicht als Egregore bezeichnen, sondern eher als einen organisch entstandenen Geist. Da sind wir dann beim Naturgeist als Abgrenzung. Vielleicht können wir ja jetzt das Gespräch so ein bisschen in diese Richtung lenken. Ja, also ich würde sagen, für jeden einigermaßen feinsinnigen Menschen ist ja auch, sind ja auch Naturgeister oder der Geist eines Ortes irgendwo auch spürbar. Also es ist ja schon, du spürst ja eine andere Atmosphäre, wenn du in Frankfurt unterwegs bist, als in Dresden oder im Wald oder so. Ja, also jeder Ort hat seinen eigenen Geist. Stonehenges, ja, für viele spüren da eine sehr negative Energie, wenn sie sich innerhalb dieser Steine befinden, kommt dann aber auch auf den Stonehenge an. Und es ist ja auch ganz klar, die Energie, die Liebe, die ich als Mensch auch irgendwo in mein Zuhause fließen lasse, dass das sich über geistige Qualitäten letzten Endes auch äußert über eine Atmosphäre. Ja, also wenn ich jetzt vielleicht das ist jetzt so meine Vorliebe, einen schön verwilderten Garten habe, wo ich vielleicht mich so ein bisschen drin entspannen kann, mich ein bisschen zurückziehen kann, oder ob ich jetzt ja, ganz akkurat geschnittene Hecken hab mit irgendeinem Kieselboden oder so. Also das hat natürlich einen ganz anderen, das hat einen ganz anderen Ortsgeist, eine ganz andere Qualität, was es angeht, sich zu erholen, eine andere Luftfeuchtigkeit möglicherweise auch, ne? Also auch das spürt man, ne? Dass vielleicht wild verwucherte Gärten oder Wälder, ja, da hat man mehr so ein Gefühl von Geborgenheit und ich würde sagen Angebundenheit. Ja, also nicht umsonst drehe ich auch alle meine Nicht-Interview-Videos im Wald vor irgendeiner Eiche oder so. Also ich laufe dann tatsächlich manchmal eine Stunde durch den Wald, bis ich einen Platz finde, einen Baum und sage, ja, hier kann ich jetzt ein Video aufnehmen. Hier geht was mit mir in Resonanz. So, da hast du, mit dem letzten Wort hast du es gesagt. Ich halte exakt das, Resonanz, für eine der Hauptnaturgesetze, die noch überhaupt nicht bedacht worden sind. Resonanz. Wenn du von einem verwilderten Garten sprichst, dann wird über Resonanz sich das dort ansiedeln, am Samen, was dorthin gehört. Genau das hatten, wie sage ich es besser? Altes Beispiel, Geistiges wird materiell. Wie ich denke, so knüpfe ich Nervenbahnen. So werden aus Trampelpfaden Straßen, Autobahnen. So wird nach einer Zeit mein Inneres, meine Neuronen verknüpft, ganz körperlich, meine Neuronenverknüpfung im Kopf zu einem Ab Bild meiner Ehe, meines Weltenverständnisses. Es verkörpert sich in mir oder auf Resonanz gebaut, wie ich dachte, habe ich ein individuelles Neuronenbild in meinem Kopf. Jetzt nimm wieder den Garten. Kannst einen Garten heute mit deiner Geistesenergie designen, dann rupfst du alles aus und so, dann bist du der Hüter dieses Gartens, ja, und sorgst dafür, dass über deinen Zugang zur Welt es sich ausdrückt, wie er aussieht. Gibt's ja ganz schreckliche Dinge. Oder du belässt ihn dann, und das tut Natur ständig, in einem resonanten Prozess siedelt es an, was hingehört. Du hast Luftfeuchte, Sonne, Trockenheit oder Nässe angesprochen, Sumpfpflanzen verbrüdern sich miteinander zu Multiorganismen, anders als das in der Sahara der Fall ist. Da ist Intelligenz dahinter, ja, oder eben Resonanz geschehen. Okay, bin ich gerade drauf abgegangen, weil du von deinem, es siedelt an, was hingehört, habe ich mir hingeschrieben, ja, okay. Ich möchte trotzdem nochmal zurückspringen zu diesem praktischen Ding, weil ich habe den Eindruck, ich habe es noch nicht so richtig rübergebracht, was ich meinte. Anfangs haben wir gesagt, es gibt einen Mannschaftsgeist. Ja?
Der zwölfte Mann. Dem setze ich jetzt nur konstruktiv hinzu, den Familiengeist oder ein definierter Schutzgeist unseres Kindes. Den man auch sagen, man kann als, oder du sagst von dir, ich bin ein Sonntagskind und es ist nur noch ein Gedankensprung weg, bis du dem Ganzen eine Wesenheit gibst. Ja, ich habe ja so einen Geist in mir, dass ich immer Glück habe. Na, auf einmal ist er geboren, dieser Glücksgeist deiner. Weißt du? Das wollte ich nochmal nachsetzen. Ich hoffe, man kann was mit anfangen, mit wie kann ich das Ganze vielleicht konstruktiv nutzen, indem ich mich reflektiere, wie ich denke über mich, mein Leben, meine Beziehung, welche Egregore habe ich vielleicht bereits erschaffen und bin mir gar nicht bewusst. Genau. Ja. Also viel wichtiger, als sich dessen bewusst zu werden, welche Egregore man vielleicht erschaffen hat, ist, oder vielleicht zumindest genauso wichtig, ist das Bewusstsein darüber, von welchen Egregoren man aktuell vielleicht sogar ein Teil ist. Ja, also wir sind ja auch bereits, wir werden ja schon, man könnte fast sagen, in Egregore reingeboren, nennen wir jetzt zum Beispiel das Finanzwesen, das Rechtswesen, das Gesundheitswesen und so weiter. Wenn man ein neugeborenes Kind hat, dann muss man direkt hier und da zum Arzt gehen und so weiter. Also man ist sozusagen, man nährt direkt ein bestimmtes Wesen durch bestimmte Regelungen. Ja, also durch Druck, der teilweise einem auch gemacht wird, tatsächlich. Das Ja, ist, also da machen wir einen Riesenfass wieder auf jetzt. Denn wir sind jetzt dann angelangt bei Identifikationen. Identifikationen von meiner selbst sind ja die Ursache, wie ich denke über Gott und die Welt und als wo ich mich eingliedere. ja. Und guck mal, zum Beispiel, also ich bin identifiziert und ich benutze jetzt extra schon dieses Wort, weil als Deutscher sehe ich mich, aber als geistiges Wesen in einem 3D-Raumanzug, das diesen Planeten wieder verlässt, ist es eigentlich ein Unding, sich als Deutscher oder auch als Mann zu identifizieren. Und da sind wir jetzt nur noch einen Haarspalt weg, wie behaupte ich oder denke ich mir, das Ganze schon wieder politisch auch, wie tiefste spirituelle Wahrheiten. Ich bin weder Mann noch Frau, ich bin ein geistiges Wesen, jetzt im Körper davon und erfahre die Welt auch als Mann, wie die pervertiert werden. Indem man sagt, ach komm, wir machen da draußen eine Transgender-Ideologie. Es gibt 50 soziale Geschlechter. Verstehst du? Ja. Es gibt auch tiefe Gedichte, weißt du? Ich bin nicht ich. Ich bin jener, der an meiner Seite läuft oder der weiterlebt, wenn ich sterbe. Ich bin nicht ich. Ich bin das Geistwesen dahinter. Und dieses Ich bin wird zum Beispiel auch, ich behaupte, pervertiert politisch benutzt. Ja. Ja. Und meines Erachtens nach auch in vielen spirituellen Lehren, also wird da kein wirklich korrektes Abbild darüber gegeben, wer wir sind. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ich. Ich bin auch mein Körper. Ich bin zwar nicht nur mein Körper, mein Leib, aber mein Leib ist definitiv auch ein Ausdruck meines Geistes, ja, also der Geist, der hinter mir steht. Ja, es gibt viele, die wollen sich nicht mit ihrem eigenen Leib identifizieren. Ja, also das sind auch Glaubenssätze, die auch in unserer Gesellschaft einem ja auch immer und immer wieder eingetrichtert werden und die dann so weit gehen und sagen, ja, und dieser Leib, der ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ich bin jetzt in dieser Inkarnation hier in diesem Leib und in einer anderen Inkarnation bin ich dann in einem anderen Leib. Und ja, da findet letzten Endes auch eine Art kognitive Dissonanz statt. Ja, man ist eigentlich gar nicht man selber. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein bestimmtes Narrativ, ein bestimmter Glaubenssatz bewirkt, dass man sich eigentlich gar nicht voll und ganz mit dem identifiziert, was man hier hienieden auf Erden ist. Und wenn ich schon so weit bin und sage, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht mein Leib, ich bin ja eigentlich nur der Geist und der Leib ist ja nur ein reines Werkzeug, dann ist der Gedankensprung auch nicht mehr weit, dass ja, ich wie in transhumanistischen Projekten meinen Geist oder mein Gehirn in irgendwelche Avatar-Roboter transplantieren lasse oder in irgendwelche organisch erschaffenen anderen Lebensformen. Und ja, solche Forschungen und Projekte gibt es, ja, oder beispielsweise wie in dem Film Avatar. Ja, da haben wir es ja im Prinzip, ja, man schlüpft in einen, der Geist schlüpft in einen anderen Raumanzug
und kann dann da in einer ganz anderen Welt existieren und ein viel schöneres Leben führen. Ja, man könnte dann zum Beispiel, um das Klima zu schonen, könnte man hier ganz den eigenen Geist in einen ganz kleinen Körper rein transplantieren, sage ich jetzt mal, damit man nicht so viel Ressourcen verbraucht und so weiter und so fort. Da gibt es diese Oder gab es früher so eine Comicserie, die Mini-Menschen, wo die Menschheit sich irgendwie in so Mini-Körper rein, wie nennt man das denn dann, gebeamt hat oder transformiert hat, um weniger Ressourcen zu verbrauchen? Rein versetzt. Ja. Weiß nicht. Ja, jetzt könnte man ebenfalls einwenden, ja, jetzt so ein materialistisch Denkender, was redet ihr da? Der Leib oder der Körper ist ja Ausdruck meiner geistigen Energie. Ja, ich bin da bei dir, bin da mit dir. Ein Materialist würde sagen, was redet ihr da? Das ganze Ding ist vererbt. Gucken an, der Lukas sieht aus wie seine Mutter. Ja, zum Beispiel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, dabei wird oftmals eben nicht bedacht, dass wir über Familienbande tatsächlich, über Generationen verstrickt sind, dass wir geistige Aufträge haben, ja, dass wir karmische Aufträge haben. Und dass natürlich auch da wieder die Energie das Formgebende ist, was sich auswirkt. Dass wir zu einer Seelengemeinschaft oder Gruppe, wie auch immer, gehören, die hier mit ähnlichen Motiven, sich dann natürlich auch ähnlich aussehende Körper oder ja, hat, ja. Ein ähnlicher Geist, ja, es gibt ja sowas wie den Familiengeist oder so, ne? Ja. Da gibt es ja diesen schönen Weihnachtsfilm, der kleine Lord Fauntleroy und so, und dann der redet dann ganz klug daher, und dann sagt die Mutter, glaube ich, ist es so, ja, er ist halt ein echter Fauntleroy. Ja, also er ist halt ein echter Fauntleroy. Er hat den Geist dieser Familie. Also da kann man drüber streiten, ob das auch ein Egregor ist, weil der Geist einer Familie ja in gewisser Weise auch ein organisch gewachsener Geist ist, über karmische ja, Verstrickung möglicherweise entstanden oder ja, bestimmte geistige Potenziale, die in bestimmten Familien zu finden sind. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, also wenn man mal wenn man mal Ahnenforschung betreibt und die eigene Familie mal so ein paar Generationen zurückverfolgt, was haben die alles so gemacht, mit was haben die sich so beschäftigt, dann findet man da sehr oft so eine generationsübergreifende rote Linie. Ja, Ja. oft sagt man dann so, ja, meine Eltern oder meine Großeltern, ja, die haben ja so einen kleinen Dachschaden und so. Also da darf man nicht so alles so ernst nehmen. Also das hört man oft von Menschen, ne, dass sie dann auch Dinge nicht so gut finden von den vorherigen Generationen. Oftmals ist es dann aber so, in höherem Alter kommt man dann wieder drauf zurück und denkt so, ja, was mein Opa gesagt hat, das war eigentlich gar nicht so schlecht und so weiter, ne? Also bei meinem eigenen Opa war es zum Beispiel so, der hat sich viel mit so energetischen Themen auch beschäftigt, mit Nikola Tesla, mit ja, Homöopathie zum Beispiel, ja, und ja, und er galt da lange Zeit in der Familie so ein bisschen so auch als schwarzes Schaf, so mit diesen Sachen so. Und jetzt so, mein Bruder und ich, wir entdecken da aber dann wieder sehr viel so wieder, was wir jetzt auch wieder für uns anwenden, ne? Oder wo wir dann auch so sehen, ja, da ist ein Stück weit noch der Geist, lebt da weiter. Gerade die schwarzen Schafe haben oftmals Bürden übernommen, um die Familie weiterzubringen. Ist bei mir ungefähr genauso. Ja. Ja. Und das wirft einmal mehr die Frage auf, wo höre ich auf? Wo beginne ich? Weißt du, wo sind meine Grenzen? Das ist gespenstisch, aber viel von meinem Verhalten kann ich, wenn ich Familienforschung mache, und die habe ich eben gemacht, dann ist es wirklich gespenstisch, wie sich alles ineinander widerspiegelt. Auf thematischer Ebene haben wir das mit den Büchern, gerade bei uns Deutschen auch, Kriegskinder, Kriegsenkel gesehen. Wie Leute heute keine Wurzeln schlagen, sie ziehen von einem Ort zum anderen. Und sie haben dann einfach ein vertriebenes Thema über Generationen drin, was ausgearbeitet werden muss, was ausgedrückt, ausgelebt wird durch uns, diese Energie, ja. Und auch da, ja, wie Menschen mit Familiengeheimnissen Jahrzehnte wie verkrampft umeinander tanzen, ja, weil das Thema energetisch eben im Raum steht mittendrin, ja, und das Verhalten dominiert von den Menschen, ja.
Und ich bin da großer Fan von Familien-Egregoren, von einem Familiengeist, von einem Gruppengeist, der längst, nennen wir es mal jetzt, zurückgeschlagen hat und sich mit oft auswirkt auf das Verhalten der Menschen. Ja. Ja, und der wirkt sich über Generationen hinweg auf, wenn man das nicht reflektiert und bewusst angeht. Ja, wir haben eine Kriegsgeneration möglicherweise. Mann ist im Krieg gefallen, Frau ist verwitwet, hat aber noch Kinder. Ja, Ja. unterbewusst gibt sie der nächsten Generation die Energie mit ins Leben. Ja, verlass dich lieber nicht so auf Männer, verlass dich lieber nicht so auf deinen Partner. Ne, guck, wie es mir ging. Ich bin dann aus allen Wolken gefallen, total verbittert und so weiter. Ja, die Frau beträgt auch so eine gewisse Verbitterung dann mit in die nächste Generation. Die nächste Generation verpackt das dann möglicherweise ideologisch. Ja, wir machen jetzt Genau. Feminismus. Verlass dich nicht auf die Männer. Sei lieber eine starke Frau, sei dein eigener Herr. Das wird in die nächste Generation wieder getragen. Richtig. Nimm Ja. gerade mal uns Deutsche. Nimm jetzt, es muss noch nicht mal so böse sein. Die Männer sind an der Front gefallen, zu Millionen. Die Frauen, ich weiß, hier aus dem Dorf mussten den Hof selbst bewirtschaften, etc. Die haben es wirklich mit der Muttermilch abgegeben an die Nachkömmlinge. Verlass dich nicht, gerade an die Frauen. Verlass dich nicht auf die Männer, die sterben weg. Das war ihre Lebenserfahrung. So, Genau. und dann jetzt und jetzt und jetzt kommen wir auf ein krasses Terrain, Lukas. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst Manipulator und sagst, darauf kann man doch aufbauen. Lass uns doch jetzt eine Philosophie von Befreiung, freier Sexualität und von gegen Partnerschaften, also von Feminismus aufsetzen darauf. Nehmen wir doch diesen Rückenwind. Wir waren vorhin bei Egregoren, wo du guckst, wo ist ein Rückenwind da, wenn du sie designen wolltest. Ich könnte mir vorstellen, wir haben jetzt gerade ein schönes Beispiel dazu nachgeliefert, spontan, ne? Genau, es gibt so diese Erfahrung, diese Energie, verlass dich auf niemand oder du bist verlassen. Und aus dieser Lebenserfahrung, aus diesem Schmerz der Trauer wird plötzlich eine Ideologie. Ja, verlass dich niemand. Und in der nächsten Generation ist dann aus dem Trauer um die Männer ein Männerhass geworden, sozusagen. Ja, also auf die darfst du dich auf gar keinen Fall verlassen. Da wirst du nur verlassen. Ja, Nimm das drängt schon alte aus. Familientradition. Du hast einen alten Familiengeist. Nimm das Thema, wie tötet man einen Egregor? Hatten wir vorhin. Du hast eine alte Familientradition. Jetzt würdest du, ich spinne nur rum, als Designer von Egregoren würdest du sagen, ey, lass uns einen Geist von Freiheit, Ungezügeltheit und Rock'n'Roll dagegen setzen. Du bist frei, du kannst machen, was du willst. Hör auf, das hat dich eh nur beengt. Und Genau. dann stirbt er, der Egregor. Man gibt die Technologie von Automobilen frei, man macht es möglich, weite Distanzen zurückzulegen, man ist nicht mehr gezwungen, sich an einen Ort zu binden, man schafft attraktive Angebote woanders abseits von der Familie, wo dieser Familiengeist dann einfach zwangsweise zerbricht. Ja, also weil um einen Familiengeist zu pflegen, muss man auch immer und immer wieder aufbauen, sozusagen auf dem energetischen Feld der Familie, sage ich mal so, ne? Also bis vor wenigen Generationen haben ja unsere Familien weitestgehend ja über Generationen hinweg an einem Ort und Stelle gelebt. Ja, der Geist der Familie ist mit dem Geist des Ortes verschmolzen. Und dann hatte man Freiheit, Rock'n'Roll, Autos, attraktive Arbeitsangebote in anderen Städten und so weiter. Und man hat eigentlich die Leute gelockt. Ja, also das war das Zuckerbrot, die Leute gelockt. Ja, Familie, das ist ja eigentlich nur beengend. Ja, das ist nämlich der negative Geist von Kollektiv, also die negative Seite von kollektiven Geistern, wie Egregoren, aber auch Familiengeistern. Sie sind irgendwo natürlich auch beengend. Ja, also viele von uns tun sich ja damit schwer, einem Familiengeist zu folgen. Da sind bestimmte Erwartungen an einen. Man muss vielleicht in die Fußstapfen des Vaters treten oder der Großeltern und so weiter. Da ist doch so diese große Freiheit mit Auto und Rock'n'Roll erstmal viel attraktiver. Man kann plötzlich mehrere Partner haben, muss sich jetzt nicht so sittlich verhalten, damit die Nachbarn nicht schlecht über einen reden und so weiter und so fort. Also natürlich wird da auch sehr, sehr viel gelockt. Ja, die Satanisten oder das Satanische in der Welt ist nicht nur so, ja, das darf man sich nicht nur so vorstellen mit Blutopfern und irgendwelchen Grausamkeiten und so weiter. Ja, also da ist auch viel
Versprechen, viel Verführung mit im Spiel. Jetzt hast du das auch noch gesagt. Du hast jetzt von Begeisterung gesprochen, du hast von Lockung gesprochen, du hast von Verführung gesprochen, du hast von den vielen Vorteilen gesprochen, Auto. Ich setze jetzt von mir dazu nochmal den Luxus. Und jetzt mache ich einen Deckel drauf. Da drin sind ja satanische Prinzipien, ne? Das ist Satanismus. Das ist das Prinzip der Faszination. Er blendet, er verführt, er ist alles. Er kann auch alles außer Liebe. Ja. Aber er kann nicht begeistern. Und mir kommt es so vor, als würde in dieser Welt immer alles, wo unser Geist, wo wir begeistert wären, wir werden begeistert von außen, werden wir be unser Geist fängt Flamme. Dann haben wir es Ja, immer es mit wird ein Verführung Geist Satanismus von, zu tun. Verzeihung, also es wird ein Geist von außen gegeben, begeistert, also der Genau, Geist darauf eines wollte ich hinaus. anderen, der Geist Genau. eines anderen kommt, wird in dich Genau. eingespielt, könnte Und man du, sagen. und das wollte ich damit sagen, und du lieferst die Bewusstseinsquantität dazu. Es ist ja nicht deine Qualität, die du jetzt reingibst, sondern es ist deine Quantität. Hey, guck mal, wir haben jetzt hier wegen mir den ersten FC Stoppelknacker. Ja, das ist ein geiler Verein. Und in dem Moment, du definierst ja jetzt nicht. Aber sie werden dich begeistern. Wie bei einem Club, der sagt auch mal, wir leben dich. Irgendein Fußballclub, Bundesliga, wir leben dich. Was für ein abgefahrener, übler Satz im Grunde. Ja, jetzt nichts gegen den Club, weiß nicht mal von wem. Also heißt, wir benutzen deine Geistesquantität für unsere Qualitäten. Das ist dahinter. Aber das ist alles gewollt oder ungewollt, geht in die Richtung der Verführung. Und da haben wir den großen Blender, ne? Ja, ganz genau. Und die Medien- und Werbeindustrie ist darauf spezialisiert und arbeitet eigentlich mit nichts anderem. Und deswegen finde ich es gerade in der heutigen Zeit, gerade wenn man sich so auch in spirituellen Gefilden bewegt, unfassbar wichtig, sich auch so ein bisschen mit Psychologie und so weiter zu beschäftigen. Also deswegen bin ich da zum Beispiel auch der Susanne Lorey sehr dankbar, dass sie da sehr viel Arbeit leistet und so weiter. Weil ich würde sagen, ohne so ein gewisses psychologisches Verständnis ist man eigentlich hoffnungslos verloren in dieser Welt heutzutage. Ja, Ja, du also wirst weil. immer zum Opfer, weil sie leistet da tatsächlich ganz viele Aufhellungsarbeit, weil sie diese hintergründigen, nicht greifbaren, nicht sehbaren Mechanismen nämlich hochholt. Und sie macht sie sehbar. Auch für die Leute, die vielleicht nicht durchgucken, ja. Ja, Ganz ja. genau. Ganz viel wichtige Arbeit, was da geleistet wird. Was nehmen wir noch mit? Ich glaube, wir biegen so langsam in die Zielgerade ein, oder? Ja, was nehmen wir noch mit? Interessant in dem im Zusammenhang finde ich auch noch einen Satz, den Jesus gesagt hat, was in Bezug auf Egregore irgendwo eine sehr interessante Parallele ist, wo sich zwei in meinem Namen oder wo sich zwei oder mehr in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter euch. Also das zählt nicht nur für den Geist Christi, sondern das zählt letzten Endes für jede Art von Geist. Ja, Guck mal, das ist eine Tiefe an Wissen da schon vorhanden ist, ja, in diesen Sätzen, wenn man es jetzt versteht. Was mich so umtreibt die letzten Wochen, ist noch einmal und immer wieder dieses Kino im Kopf bei den Menschen. Das heißt, du hast, nehmen wir vorhin den Hexenwahn, den Teufelskult, das C-Geschehen ist eigentlich ganz egal jetzt. Ja. Du erschaffst immer geistige Projektionsflächen, dann sammelst du Energie. Das ist technisches Abbild wäre jetzt Matrix. Ne? Du speicherst, du ziehst die Energie ab von den Menschen. Und dann, und das, ich finde das sehr gruselig, dann leben die Menschen in diesem Kinofilm, den du ihnen anbietest. Genau. Ja, Hexenwahn, C-Geschehen wird es offensichtlich. Heute guckst du drauf, denkst dir, wie konnten die denken, alles sind Hexen. Ja, wie konnten die denken, sind alle heute vom Tode bedroht. Was ich sagen möchte, es fasziniert mich deswegen so, weil auch das eine Umkehrung ist. Normalerweise kriegen wir gelernt, du guckst mit deinen Augen in die Welt und formst dann dein Abbild der Welt und reagierst darauf. Das würden wir normal denken.
Aber ich werde immer wieder mit diesem gespenstischen Ding konfrontiert, dass die Menschen Filme, Erzählungen in ihrem Kopf übernehmen, machen hier ein Drehbuch draus und projizieren das auf die Welt. Ich bin mit diesen Gedanken noch nicht fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass es komplett anders ist, als wir uns das vorstellen und vorgemacht bekommen. Dass wir vielleicht auch geistige Projektionsbilder für die Welt sind. Die Ja. Menschen halten sich auf jeden Fall so. Ja, also sie sind, um es jetzt thematisch zu sagen, es leben Egregore in ihnen, Geistwesen, die definieren, wie sie wahrnehmen, und so sehen sie dann die Welt. Also sehr gespenstisch eigentlich. Ja, und das ist auf ganz vielen Ebenen so. Also letzten Endes könnte man sagen, wir werden komplett von diesen Egregoren kontrolliert. Ja, oder unsere Handlungen werden komplett kontrolliert von Geistwesen, ohne jetzt hier zu sagen, dass wir ohnmächtig sind, ne? Also das ist auch immer ganz wichtig, dass man diesen Wesen halt nicht zu viel Macht zugesteht irgendwo, ne? Wir sind irgendwo auch ein Teil der Schöpf, also ein Teil, oder wir sind eigentlich Schöpfer unserer Realität. Wir müssen nur bestimmte Dinge auch wissen zu durchschauen. Aber was du sagst, also dass halt das Außen, was uns gezeigt wird, letzten Endes viel Projektionsfläche ist, das sehen wir in ganz vielen Bereichen, also seien es die Geschlechterrollen. Viele Menschen, die haben dann irgendwelche Idole, irgendwelche Schauspieler, die in Filmen gezeigt werden und handeln dann auch dementsprechend so, ja, entsprechend einer bestimmten Männerrolle oder einer bestimmten Frauenrolle und dienen somit auch gleichzeitig als Multiplikator dieser Energie. Ja, also wenn ich jetzt Brad Pitt beispielsweise als Vorbild hätte und versuch so auszusehen wie er und so zu reden wie er, bin ich sozusagen ein Multiplikator dieser Energie. Und wenn sich da jemand von inspiriert fühlen sollte, ja, dann stecke ich ihn sozusagen mit diesem Kult, könnte man meinen, an. Ja, und ganz viel in unserer heutigen Zeit ist, oder ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Selbstbildnisse, so wie wir uns wahrnehmen, ist letzten Endes gesteuert über solche Prozesse, über die Medien, über bestimmte Filme, über bestimmte Glaubenssätze, die immer und immer wieder eingetrichtert werden. Und ich denke, das ist auch schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten so. Also wir denken jetzt, man hört jetzt immer so oft so, ja, es gibt keine echten Männer mehr oder es gibt keine anständigen Frauen mehr und wir bräuchten wieder mehr so Leute wie früher bei unseren Großeltern. Aber auch damals waren ja zum Beispiel die Geschlechterrollen schon korrumpiert durch Kriege und so weiter und so fort. Wenn wir dann weiter zurückgehen und uns einen Schiller anschauen und so, der hatte ja schon wieder eine ganz andere, es war ja wieder ein ganz anderes Mannsbild zum Beispiel, wie jetzt jemand aus unserer Großelterngeneration beispielsweise und so weiter. Ja, also. Sorry. Ja. Okay, ja, aber weißt du, ich glaube, eine Sache ist ganz bedeutend und das ist in neuerer Zeit, das gab es schon immer, du hast recht, aber in neuerer Zeit, sagen wir es anders, auf Gustav Le Bon noch den Einsatz von Massenmedien und Massenkommunikation draufgesetzt, als, sagen wir mal, magische Atombombe, die da wirkt. Ich glaube, das macht den Unterschied aus. Das gab es zwar schon immer, aber wie jetzt Technik als magisches Werkzeug benutzt wird, erfolgreichst, ja, das macht für mich den Unterschied aus. Und das ist auch der Siegeszug, der hier stattfindet. Genau, und insbesondere der große Unterschied durch den Einsatz von Massenmedien ist die Frequenz beziehungsweise der zeitliche Abstand, wie man die Narrative verändern kann. Ja, wenn ich bin ja selber auch Kindheitspädagoge, wenn ich im Kindergarten arbeite, da habe ich eine Kollegin zum Beispiel, die ist um die 50, die sagt den Kindern so: Blau ist Jungsfarbe, rosa ist Mädchenfarbe. Dann habe ich eine andere Erzieherin, die ist wieder 20 Jahre jünger, die sagt, es gibt keine Jungs- und keine Mädchenfarben. Ja, man kann die Farben benutzen, wie man will. Und dann gibt es wieder eine Generation drunter, eine Erzieherin, die sagt, es gibt keine Jungs und keine Mädchen. Ja, und das Neue an den Massenmedien ist, dass wir diese unterschiedlichen Energien, diese unterschiedlichen Narrative, diese unterschiedlichen Rollenbilder innerhalb von kürzester Zeit sozusagen haben. Und das hat halt eine unglaubliche Sprengkraft und ein unglaubliches Zersetzungspotenzial.
in unserer Gesellschaft. Und das war früher nicht so. Also früher gab es auch, ja, Rollenunterschiede, die sich über Generationen hinweg mal anders ausgeprägt haben. Mal haben die Männer Strumpfhosen getragen, mal, was weiß ich, mal die Frauen Korsetts und so weiter, mal Hosen. Aber diese Frequenz, diese Taktung, in der das jetzt dargestellt wird oder vorgespielt wird, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich weiß gar nicht, ob das Zerstörerische unbedingt diese Transgender-Ideologie ist. Ich glaube, viel zersetzender ist noch so diese Taktung, dieser schnelle zeitliche Abstand zwischen diesen unterschiedlichen Bildern. Ja, also weil das ist das, was die Menschen dann wirklich gegeneinander aufbringt. Dieser Und so Aspekt der Zeit. funktioniert es. Du versuchst für dein Vorhaben, für deine Ideen, egal welche Idee, versuchst du viele geistige Multiplikatoren zu gewinnen. Über Medien ist das schon mal eine gute Chance. Danach hast du es zu tun mit kollektiven Bewusstseinsvorgängen. Die werden sehr schnell auch ein Massenwahn, zumindest partiell. Sie werden sehr schnell zu Kult und kultischen Handlungen. Und da bist du ganz nah vom Kult an der Kultur und hast es installiert. Und dann hast du gewonnen, dann bist du dran. Ja, dann hast du deinen Egregor, Genau. ja. Ja, was ist die Konsequenz von all dem? Frei bleiben, sich nicht missbrauchen lassen, ständig einen Wächter vor deine Gedanken zu stellen, Freigeist bleiben. Also bei dem Vadim Zeeland hier ist es das. Das ist quasi sein Fazit. Lass dich nicht missbrauchen. Darum geht's. Halte dich von den, bei ihm sind's Pendel. Halte dich von jedwedem Pendel fern, versuche du zu sein. Ja, also Freigeist zu bleiben, nicht nicht in irgendwelche Narrative zu verfallen. Ja, also wir haben auch in der alternativen Szene sehr, sehr viele neue Angebote an Weltvorstellungen, die man uns so präsentiert, irgendwie, ob das jetzt Großtatarien ist oder wie auch immer. Ja, oder ob es irgendwelche bestimmten Szenen sind, bestimmte Strömungen, bestimmte Glaubensrichtungen und so weiter. Ja, und gerade in der jetzigen Zeit würde ich da empfehlen, ja, schaut euch möglicherweise vieles an, aber lasst euch nicht in irgendwas reinziehen, verstrickt euch nicht in Aber das ist ja etwas. das Schwierige. Wenn du dir alles anschaust, wenn du Freigeist bist, bist du ja für alles offen. Gibt es jetzt flache und runde Erde und was weiß ich noch. Also multipolare und polare Weltordnung. Ich habe es gerade, wir reden auch schon lange. Mit der Offenheit des Freigeistes bist du ja auch offen für die Faszination. Und mit der Faszination beginnt die Magnetkraft, dich in die Dualität reinzuziehen. Ja. Ja. Das ist ein ewiger Kampf da, ja. Ich würde die Quintessenz so beschreiben: Lass dich nicht begeistern, sondern erkenne den Geist dahinter. Aber es ist ein Tanz auf dem Drahtseil. Denn je toller du etwas findest, je mehr du dich für eine Sache interessierst, umso mehr zieht sie deine Geisteskraft ja ab. Das ist ja genau dieser. Ja. Das Ja. ist natürlich eine Herausforderung, aber denkt an die Französische Revolution und Schiller. Genau. Ich meine, es ist natürlich auch eine Sache dann mit der Enttäuschung. Da darf man für jede Enttäuschung dankbar sein, denn sie resettet dich ja wieder, ne? Bringt dich wieder auf Null. Na Ja. gut. Wollen wir langsam in Richtung Ende gehen, Lukas, oder willst Ja, das, ja. du? Ich habe jetzt den Eindruck, wir sind zwar auf sehr viele tolle Sachen eingegangen, aber so ein paar. Du hast zum Glück noch die Tulpas gebracht, aus dem Hinduismus. Ich hatte zum Beispiel jetzt nochmal erlesen, dass der Schneemensch, der Yeti, soll tatsächlich so eine Manifestation sein. Also was die Egregore sind, sind ja im Tibetischen die Tulpas. Und der Yeti soll tatsächlich so eine Manifestation sein. Ist ja auch krass schon mal, ne? Also auf so Aspekte sind wir jetzt weniger abgegangen. Wir haben uns so ins Gesellschaftliche sind wir reingegangen. Aber ich denke, es war sehr gut, ne? Ja, also da gibt es auch sehr viele Phänomene, die in die Richtung gehen. Also, dass sich bestimmte, ja, Narrative, bestimmte Geschichten irgendwo manifestieren. Also da gibt es zum Beispiel hier in dem Buch auch ein sehr schönes Beispiel drin. Das war während des Ersten oder Zweiten Weltkrieges, ich weiß es nicht mehr genau. Da ja, befand sich die britische Armee auf dem Rückzug vor den Deutschen. Und zeitgleich hat ein Schriftsteller von einer Geschichte geschrieben,
wo ja auch die englische Armee auf dem Rückzug war und dann von einem geisterhaften Heer Langbogenschützen plötzlich Unterstützung erfahren hat. Und diese Geschichte wurde weiter gesponnen und weiter gesponnen und weiter gesponnen, bis überall Gerüchte aufgetaucht sind, dass die sich zurückziehende britische Armee von einer Geisterarmee Unterstützung erfahren hat gegen die Deutschen sozusagen. Und da gab es dann wirklich mehrere Offiziere und Soldaten, die dann da angeblich irgendwelche Erscheinungen gesehen haben sollen. Ja, das war halt so ein so großes Bedürfnis da in diesem Moment, dass die britische Armee im Angesichts der Niederlage sich halt auf dem Rückzug befand. Und es war so ein großes Bedürfnis danach da, dass sie Unterstützung erfahren, dass ja verschiedene Soldaten dann halt eben da tatsächlich diese Unterstützung gesehen haben wollen. Und das ist jetzt wieder interessant. Also einmal, da wird ja so quasi der Geist von Azincourt nochmal hochgeholt. Es waren ja damals auch die walisischen Langbogenschützen gegen das französische Heer von dem Karl oder was. Mir scheint, dass das die Projektionsfläche dafür ist. Und da sind wir jetzt schon wieder bei etwas anderem schon wieder dran, dass über Legendenbildung auch Egregore erschaffen werden. Als ich vorhin vom Yeti sprach, musste ich auch an Nessie denken. Weißt du, wenn ich bei Nessie bin, bin ich bei Irrlichtern. Jetzt redest du von den Langbogenschützen. Ich frage mich langsam, und da wird es schwierig. Wie kann ich kollektive Phänomene dann abgrenzen von Egregoren, die dann wieder entstehen, weißt Ja. du? Wahnsinnig schwer, ja. Ja, das ist auch so die Frage, ob man das überhaupt so abgrenzen muss. Also, ja, das ist so ein bisschen unsere Erziehung, dass wir immer so Schubladen brauchen für bestimmte Phänomene. In Wirklichkeit, in der geistigen Welt geht letzten Endes alles fließend ineinander über. Ob man jetzt einen Egregor durch ein Ritual erzeugen muss oder ob es jetzt schon in einer Liebesbeziehung, ob da schon ein Egregor entsteht. Letzten Endes ist es alles das gleiche Prinzip, ob man es jetzt Egregor nennt oder kollektives Phänomen oder Naturwesen oder organisch gewachsenes Geistwesen, spielt meines Erachtens da eigentlich nicht so eine große Rolle. Letzten Endes hat jeder Mensch auch einen eigenen Egregor, ja, sogar vor seiner Geburt. Klar. Wenn du ein Kind erwartest, dann hat sowohl deine Partnerin als auch du, als auch die Familie um dich herum schon bestimmte Vorstellungen. Was wird das Kind mal sein? Wie wird's dann aussehen? Was wird aus ihm vielleicht möglicherweise mal werden? Und da entsteht letzten Endes schon ein Geistwesen, das in gewisser Weise in Konkurrenz auch zu dem Kind steht, ne, zu dem eigentlichen Geist. Das hat vielleicht jeder oder viele Menschen auch erfahren aus der eigenen Kindheit, dass da die Eltern bestimmte Erwartungen hatten, dass bestimmte Erwartungen an einen gestellt wurden, dass sozusagen auch ein Geistwesen von dir mit bestimmten Erwartungen existiert hat, welches in direkter Konkurrenz zu dir selber stand, weil du möglicherweise diesem Erwartungsdruck gar nicht, ja, gerecht werden wolltest oder dich vielleicht ganz anders entschieden hast, als es von dir verlangt wurde. Ja, also ich setze nochmal hinzu jetzt, weil ich das eben sehr, sehr also ich merke, da ist viel dahinter bei deinen Langbogenschützen. Da, es könnte auch wirklich sein, dass man da so einen Geist hervorruft, einen Geist beschwört, als Unterstützung, um ja, den bekannten 12. Mann zu haben. Weil gerade jetzt diese Langbogenschützen stehen dafür, dass man, selbst wenn man in englischer aussichtslosester Position ist, ich muss da nochmal drauf kommen, eine Schlacht gewinnt gegen einen weit übermächtigen Gegner. Wen das interessiert, ich habe dazu mal ein lila Video gemacht. Der kann sich das im Detail reinziehen. Ja. Fand ich hochinteressant in diesen Ja. Langbogenschützen. Dass das genau auf dem Rückzug dann fängt man an, diesen Geist zu beschwören. Geiles Beispiel. Ja, Machen wir Schluss und okay, was? Egregor heißt ja eigentlich auch Wächter. Das ist ja, kommt ja aus dem Griechischen, Egregor oder Egregore, und das ursprüngliche Wort ist Wächter, Wächtergeist.
Ja, also, und wir haben ja auch dieses Phänomen, der Erzengel Michael ist ja auch der Wächter Deutschlands, der Schutzpatron Deutschlands. Und jedes Land hat da auch so seine eigenen Schutzpatronen und Wächter, seine eigenen Egregore sozusagen, die auch dann, also mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so weit verbreitet, denke ich mal. Ich glaube, das heutige Heer, das wendet sich nicht an den Erzengel Michael oder da gibt es keine Schlachtreden, wo gesagt wird, ja, der Erzengel Michael ist mit uns. Aber in der Vergangenheit, da war das ja durchaus der Fall und da hatte das natürlich auch seine gewisse Macht, ja, weil man, wenn man im Namen oder in Begleitung einer göttlichen Wesenheit oder unter dem Schutz einer göttlichen Wesenheit eine Schlacht führt, dann ist das ja eine ganz andere Gruppenenergie, eine ganz andere Dynamik. Ja, man ist jetzt nicht nur mal so irgendein ein unbedeutendes Männlein auf dem Feld, sondern man ist ein Repräsentant einer Engelswesen, eines Engelswesens, einer Emanation Gottes letzten Endes. Ja, also das sind ja auch Energien, mit denen sehr viel gespielt wurde oder auch heute noch gespielt wird, indem Gut, man dass wir diese Verlängerung nochmal dran setzen. Und wenn wir da weiterdenken, sind wir ganz handfest bei den Maskottchen von Vereinen oder bei Wappenbildern oder bei Fahnen, ja, wo dann ein Adler drauf ist oder bestimmte Farben, die man sich zunutze, zu eigen macht, um einfach den Geist zu bündeln und auszurichten. Und dann, das wäre vielleicht nochmal angehängt an die verbrannten oder zerstörten Denkmäler vorhin, ja. Es zeigt uns auch, du hast den Michael genannt. Ich habe nicht weit weg von hier, ist die Germania im Rheingau, ja. Das sind die deutschen Sinnbilder, Sinnesbilder. Und man sieht auch da, wir haben darüber geredet, wie werden Egregore zerstört, wie tötet man sie. Die steht zwar noch, aber wir haben über Brzezinski zum Beispiel, jetzt werden wir politisch, haben wir einen American Way of Life, der hier übergestülpt wurde. Und wenn dann die Energien alle dahin fließen, ja, wie man besser, toller und erfolgreicher lebt und mehr aus sich macht und so weiter, dann sterben natürlich die alten Geister, ja. Sie kriegen keine Energie mehr. Genau, und also das ist auch sehr schön in dem Buch beschrieben. Also da haben Leute sich tatsächlich hingesetzt und beobachtet, wie das Absterben der Götter bestimmter Kulturen mit dem Niedergang bestimmter Kulturen zusammenhängen. Ja, also als die Griechen oder die Römer aufgehört haben, an ihre Götter zu glauben, als dann das Christentum kam, ist das Römische Reich zusammengebrochen letzten Endes, ne? Und auch da muss man natürlich, ja, bei aller Inspiration, die ich auch durch heutige spirituelle Impulse bekomme, muss man natürlich auch mal hinterfragen. Ja, also was ist jetzt hier mit dem New Age gekommen? Was für alte Glaubensrichtung löst das denn hier ab und geht damit auch eine ganze Kultur letzten Endes in den Niedergang, in den Untergang. Ja, Und also. natürlich ist der Aufstieg und Fall des Römischen Reiches oder ganzer Kulturen muss ja immer ein Ausdruck sein, immer verbunden mit den Energien dahinter, mit dem Glauben, den man hatte, mit den Geistern oder Göttern, natürlich. Mit den Lebensprinzipien, was war angesagt, was nicht, na klar, na klar. Ja. Jo, Lukas, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ja? Ich habe auch das Gefühl, ich könnte Stunden noch quatschen, aber ich mache tatsächlich in 57 Minuten schon wieder die Lage. Ja, Wir machen haben wir so. Donnerstags immer Lage. Ja. Ich Hat habe sehr mich. genossen. Sehr inspirierendes Gespräch. Ich auch, ja, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ja, können wir gerne wiederholen. Ja, geht mir auch so. Und ich glaube, an Themen mangelt es uns nicht. Nee, definitiv nicht. Soweit der Geist reicht, können wir dann Dann noch Themen finden. drücke ich auf Stopp, okay? Alles klar. Dann. Tschüss. Tschüss.